als Hochschule ja immer daran interessiert, dass unsere Themen in die Gesellschaft hinausgetragen werden. Und für mich als Vizepräsident, der jetzt für den Transfer auch zuständig ist, ist so eine Veranstaltung wie heute diese Tagung eigentlich genau das, was wir wollen, dass nämlich unsere Themen mit Kollegen aus der Industrie, mit Kollegen aus der Gesellschaft diskutiert werden und eben ein Transfer hinaus in die Gesellschaft stattfindet. Deshalb hat mich das gefreut, dass diese Konferenz stattfindet. Ich war beeindruckt über das Programm und ich bin auch jetzt, muss ich sagen, beeindruckt über die große Teilnehmerzahl, dieses Interesse an der Konferenz. Bei mir zeigt es gerade 129 Teilnehmer an. Das ist wirklich außerordentlich erfreulich. Also herzlich willkommen zu dieser ersten XR-Konferenz bei uns an der Technischen Hochschule Nürnberg. Wir hätten Sie natürlich gerne bei uns in Nürnberg an der Hochschule begrüßt. Wie gerade ja viele Dinge sind wir in den virtuellen Raum gewechselt. Vielleicht ist die Teilnehmerzahl dadurch gerade zugenommen, denn Sie alle sind ja sehr affin an das Virtuelle. Denn heute geht es ja im Grunde genommen vor allem um die virtuellen Dinge, Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, alles Dinge, die im Zentrum von vielen Forschungen stehen und die gerade jetzt zurzeit natürlich auch sehr, sehr aktuell sind. Es geht um diese Technologien, es geht darum, wie die eingesetzt werden. Und bei uns an der Hochschule gibt es da eine ganze Reihe von Personen aus unterschiedlichsten Fakultäten, die da aktiv sind. Wir haben heute Vorträge aus den Fakultäten EFI, also Elektronik, Feinwerktechnik, Informationstechnik, aus der Informatik, aus dem Design, aus dem Maschinenbau, aus dem Bauingenieurwesen. Ich finde es toll, dass das so breit aufgestellt ist. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, sehr erfreulich, dass wir so viele Firmen, so viele Beiträge noch von anderen, von außerhalb unserer Hochschule haben und dann eben da ins Gespräch kommen können mit anderen Forschungseinrichtungen, mit der Industrie und mit der Gesellschaft. Ich glaube, wir können uns auf ein sehr, sehr abwechslungsreiches Programm die nächsten 3,5 Stunden freuen. Wir haben ganz unterschiedlichste Themen, wenn man auf die Agenda schaut. Ich habe da Prototyping in Augmented Reality gefunden. Ich habe Roboterprogrammierung gefunden. Ich habe gefunden, wie das untersucht wird, wie das, die XR-Technologie Menschen mit Behinderung im täglichen Leben helfen soll. Das sind ganz unterschiedliche Themen und es ist schön und interessant, dass wir da jetzt zusammenkommen können. Und bevor wir da jetzt anfangen in den nächsten Stunden, möchte ich mich auch nochmal, Frau Merkler, Sie haben es gerade schon gesagt, wer beteiligt war, ich möchte mich natürlich bedanken bei denen, die diesen Tag heute, diese Konferenz, die virtuelle Konferenz ermöglicht haben. Also ein herzlicher Dank geht dann an unser Leonardo-Zentrum, an alle Beteiligten, die da dabei waren. Es sind, glaube ich, nicht nur die mit dem violetten Hintergrund, es sind auch noch darüber hinaus ein paar Beteiligte, die sich nicht mit diesem violetten Hintergrund outen. Also an alle aus dem Leonardo-Zentrum, die da beteiligt waren, ganz, ganz herzlichen Dank. Und genauso noch ein Dank an den zweiten Organisator, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es XR-Hub oder XR-Hub ausgesprochen wird. Herr Ulsamer, herzlichen Dank an Sie. Mich persönlich würde interessieren, ob bei Ihnen die Augmented Reality so weit geht, dass es bei Ihnen so warm ist, wie Ihr Hintergrund das symbolisiert. Aber dann würden Sie wahrscheinlich die Mütze abnehmen und würden sich da nicht schützen. Also auch an den XR-Hub Nürnberg ganz, ganz herzlichen Dank. Und dann haben wir noch eine wissenschaftliche Leitung. Herr Harm, Sie sind noch nicht sehr lang bei uns an der Hochschule. Es freut mich sehr, dass Sie die wissenschaftliche Leitung jetzt für diese Konferenz übernommen haben. Das ist auch etwas sehr Wertvolles. Auch hierfür ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt will ich aber nicht länger hier Sie auf die Folter spannen und nicht länger mich in langen Worten verlieren. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Konferenz, spannende Gespräche, interessante Einblicke und erfüllte 3,5 Stunden in der nächsten Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, in meinem Vortrag geht es um virtuelles Interaktionsdesign. Klingt jetzt vielleicht erstmal noch nach allem und nichts, aber ich habe versucht, dann mal so ein bisschen auf unterschiedliche Aspekte bei diesem Themengebiet einzugehen. Wenn Sie prinzipiell sich mit dem Thema XR
schon mal auseinandergesetzt haben, dann haben sie auch irgendwo schon mal sich mit dem Gedanken, wie interagiere ich da eigentlich, auseinandergesetzt. Und es gibt da tatsächlich für den Bereich XR gibt es so ein paar Definitionen von Begriffen, die immer nicht ganz unwichtig sind, wenn es darum geht, wie kann man eigentlich Interaktion gestalten, denn diese Begriffe muss man prinzipiell verstanden haben, um eben zu wissen, wie gestalte ich denn eben jetzt diese Interaktion. Und der erste Begriff, der hier eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt, ist die Selektion. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Form in XR-Umgebungen uns überlegen, wie kann ich denn ein Objekt, was sich im virtuellen Raum befindet, auswählen. Und das klingt jetzt erstmal relativ einfach, aber da ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten mittlerweile echt einiges an Forschung reingeflossen, um sich zu überlegen, wie kann ich Objekte auswählen? Wie kann ich vielleicht Objekte auswählen, die etwas verdeckt sind? Wie kann ich Objekte auswählen, die sich weit von mir in der virtuellen Welt entfernt befinden? Also da musste wirklich schon einiges an Gedankengut reinfließen, bis wir zu einigen Techniken gekommen sind, die sich heute einigermaßen etabliert haben. Das Gleiche gilt übrigens für die zweite Form der Interaktion in XR, das ist die sogenannte Manipulation. Da geht es dann darum, dass wir einfach Objekte bewegen, drehen, also alles, hauptsächlich der Fokus auf virtuelle Objekte, dass man einfach mit diesen wirklich interagieren kann. Also nachdem wir sie ausgewählt haben mit Selektionstechniken, müssen wir sie dann irgendwie manipulieren. Was hier noch nicht mit aufgeschrieben ist, ist sogar skalieren. Also auch Thema Skalieren von Objekten war lange Zeit auch ein Thema in XR, wie man das letztendlich elegant gestalten kann. Was auch was letztendlich das dritte wichtige Thema bei der Interaktion in und mit XR ist, ist das Thema Navigation, also wie bewege ich mich in virtuellen Welten. Wenn man da jetzt den Bereich Augmented Reality sich ansieht, dann ist es halt relativ stark fokussiert auf die Bewegung im natürlichen Raum und man hofft dann, dass die digitalen Inhalte sich entsprechend anpassen. Aber in der virtuellen Welt hat man natürlich teilweise Räume, die sind viel größer als der reale Raum, in dem man sich befindet. Und dann ist die Frage, wie kann man sich dann in diesen Räumen bewegen? Wie komme ich von A nach B, ohne jetzt in der realen Welt gegen Wände zu laufen? Und auch dafür gibt es einige Techniken, die entwickelt werden mussten und die sich mittlerweile auch heutzutage etabliert haben, die man einsetzen kann. Ein letzter Punkt, der dann durchaus noch mit benannt wird, der aber meistens von den Systemen heutzutage vorgegeben wird, ist die Systemsteuerung. Deswegen habe ich sie auch mal so ein bisschen hellblau dargestellt, um sie etwas auszuklammern, weil sie halt, wie gesagt, von den Systemen vorgegeben wird. Aber da hat man bei der Entwicklung von XR-Systemen gar nicht mehr so viel Einflussmöglichkeiten. Aber das ist eben der wichtige Punkt. Bei der Entwicklung von XR-Systemen hat man Einflussmöglichkeiten, nämlich genau darauf, wie man die Selektion gestaltet, wie man die Manipulation von Objekten gestaltet und wie man auch die Navigation innerhalb von XR gestaltet. Und prinzipiell kann man hier erstmal zwei Varianten unterscheiden, nämlich eine natürliche Interaktion oder eben eine übernatürliche Interaktion. Also natürlich bedeutet, dass es so ähnlich ist wie in der realen Welt. Wenn wir jetzt also zum Beispiel in VR versuchen, ein Objekt zu greifen, dann könnte man das so gestalten, dass man seine Hände in der virtuellen Welt sieht und dass man dann eben mit den Händen auch wirklich ein Objekt greifen kann. Da, mit dem Greifen hat man gleichzeitig eine Selektion, weil man das Objekt ja berührt und auch die Manipulation, weil das Objekt hoffentlich auf die Berührung dann mehr oder weniger natürlich reagiert. Gleiches gilt eben für die Navigation. Wenn ich also ganz normal mich vorwärts bewege, also mit Schritten oder eben laufend, dass ich mich dann auch in der virtuellen Welt entsprechend vorwärts bewege. Das ist also eine so natürliche wie mögliche Interaktion, die man gestalten kann. Aber XR bietet uns eben auch die Möglichkeit, übernatürlich zu interagieren. Das heißt, Dinge zu tun, die in der realen Welt nicht möglich wären. Sodass ich zum Beispiel Objekte bewegen kann, die eigentlich viel zu weit von mir entfernt sind, die also virtuell mehrere hundert Meter vielleicht von mir entfernt sind. Oder ich kann Objekte bewegen, indem ich halt so eine Miniaturansicht der Objekte habe und die dann auf der Miniaturansicht hin und her bewege und in der großen Ansicht bewegen sie sich dann auch. Das sind also Möglichkeiten, die uns hier XR bietet, die weit über das Natürliche hinausgehen. Und hier hat man dann eben Möglichkeiten, wenn man XR-Anwendungen designt, sich zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Versuche ich eher natürlich die Interaktion zu gestalten oder versuche ich sie vielleicht eher übernatürlich zu gestalten? Und auch wenn man hier schon einige Auswahlmöglichkeiten hat, kommt es dann aber darauf an, wofür will ich denn eigentlich die Interaktion gestalten? Darüber muss man sich dann entsprechend Gedanken machen. Und ein wichtiger Punkt, der hier eben nicht zu vernachlässigen ist, und da kommen wir so ein bisschen dann auf das Thema, mit dem ich mich viel beschäftige, ist eben, wir brauchen, wenn wir Interaktionen in XR gestalten, zum Schluss eine gute UX und eine gute Usability.
Das heißt, wir wollen sicherstellen, dass die Art und Weise, wie wir Interaktionen mit XR gestaltet haben, dass diese so gestaltet ist, dass sie auf zum einen sich an den Nutzerinnen und Nutzern orientiert. Das heißt, sie ist so gestaltet, dass sie die Fähigkeiten der Nutzerinnen und Nutzer entsprechend richtig abbildet und auch damit ja die Möglichkeiten, die mit den Nutzerinnen und Nutzern kommen, entsprechend ausnutzt. Ja. Sie sollte anwendungsorientiert gestaltet sein. Das heißt, auf den konkreten Anwendungskontext, in dem wir uns jetzt befinden, abgestimmt sein. Es bringt also zum Beispiel nichts, wenn wir eine übernatürliche Interaktion gestaltet haben, die aber hinterher für den Anwendungskontext zu übernatürlich ist und einfach nicht mehr passend ist. Ich habe gleich ein Beispiel, bei dem das zum gewissen Grad der Fall ist. Ja. Und es sollte letztendlich auch kontextorientiert gestaltet sein. Das heißt, dass es zu dem Anwendungskontext, in dem wir befinden und uns befinden, passend ist. Und der Anwendungskontext kann ganz viele Dinge umfassen, aber ganz wichtig, er umfasst vor allen Dingen eben auch das VR-System, was wir verwenden. Nicht jedes VR-System ist heutzutage ausgestattet mit allen möglichen technischen Spielereien. Nicht jedes VR-System ist fähig, die Hände zum Beispiel zu tracken. Nicht jedes VR-System ist fähig, ein sogenanntes Room-Scale-Tracking zu machen, sodass sie sich einfach natürlich fortbewegen können und das VR-System kann darauf reagieren. Sondern sie haben oft eben eine gewisse Übersetzungsleistung, die von dem VR-System gemacht wird. Und darauf muss man entsprechend mit dem Interaktionsdesign reagieren. Und ich habe jetzt hier mal, um das Thema mal so ein bisschen aufzugreifen, ein Beispiel mitgebracht aus meinem Forschungsumfeld, mit dem ich mich halt so beschäftige. Und das ist auch das, was in der Beschreibung am meisten, also in der Beschreibung zu meinem Vortrag am meisten benannt wurde. Das ist nämlich der Anwendungsfall, die Evaluation von interaktiven Systemen. Und zwar interaktive Systeme können alle möglichen technischen Geräte sein. Sowas wie ein Radio oder eine Kaffeemaschine oder eben auch größere technische Geräte, irgendwelche Maschinen, mit denen man interagieren möchte, wo also irgendeine Nutzerschnittstelle dran ist. Und wenn man dann eben mit diesen Systemen interagieren möchte, dann gibt es eben auf der anderen Seite eben die Nutzerinnen und Nutzer, die möchten mit dem System interagieren, die treten mit dem System in einen Dialog. Und wie diese Interaktion oder wie dieser Dialog aussieht, das ist eben über die Schnittstelle festgelegt. Ja. Und die Schnittstelle bestimmt also, welche Interaktionsschritte die Nutzerinnen und Nutzer mit dem interaktiven System machen können. So, wenn man jetzt so ein technisches Gerät entwickelt, dann macht man das heutzutage oft so, dass man einfach reale Prototypen davon baut und schon mal guckt, können denn die Nutzerinnen und Nutzer damit interagieren. Und das ist natürlich sehr teuer. Und hier kommen wir jetzt zu einem Anwendungsfall für XR. Man kann nämlich diese Schnittstellen und die interaktiven Systeme, wenn man möchte, schon mal in Virtual und Augmented Reality simulieren und kann dann einfach gucken, wie sieht die Schnittstelle denn da aus? Ich habe hier mal zwei Beispiele mitgebracht, wo wir das gemacht haben. Da haben wir jetzt also rechts eine Kaffeemaschine in Augmented Reality dargestellt. Das heißt, sie ist halt mit einem Smartphone auf einem realen Tisch platziert worden und man kann jetzt wirklich drumherum gehen, kann näher rangehen, kann sich das Ganze ansehen und damit dann auch interagieren. Und links unten haben wir jetzt einen Kopierer mit in VR dargestellt, mit dem man auch entsprechend Blätter kopieren kann. Und was man dafür braucht, um sowas umzusetzen, ist auf jeden Fall erstmal die dreidimensionalen Modelle der Geräte. Das hat man halt heutzutage meistens zur Verfügung. Das, wo ich mich dann ganz viel auch mit beschäftigt habe, ist, wie kann man relativ schnell dann auch ein Funktionskonzept in Augmented Reality und Virtual Reality dafür erstellen. Das heißt, wie kann ich praktisch die Programmierung, die ja dafür notwendig ist, um halt auch die Funktionalität zu simulieren, so einfach wie möglich zu gestalten. Das ist ein relativ wichtiges Themengebiet, mit dem ich mich befasse. Und was man auch braucht, um das umzusetzen, ist letztendlich, oder sind letztendlich weitere Objekte. Also wenn ich virtuell Kaffee koche, dann möchte ich halt auch eine virtuelle Kaffeetasse haben, in die der Kaffee reinfließen kann. So, und jetzt fragen Sie sich, was hat denn das jetzt wieder mit der Interaktion in VR und oder AR zu tun? Und das ist relativ einfach. Wir haben nämlich diverse Herausforderungen, wenn wir diesen Anwendungsfall uns mal ansehen, die wir zu lösen haben. Also ein paar Herausforderungen habe ich gerade schon grob benannt. Wenn ich also solche virtuellen Prototypen in VR zum Beispiel testen will, habe ich unterschiedliche technologische Level. Ja. Manche haben eben Controller, manche VR-Systeme haben das nicht. Andere VR-Systeme sind fähig, auch in Richtung natürliche Interaktion zu gehen mit den Händen. Andere Systeme können das nicht. Das heißt, das ist erstmal eine prinzipielle Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und was bei AR noch hinzukommt, da muss man nämlich die virtuellen Objekte ja auch im Raum platzieren.
und muss sich darüber Gedanken machen, wie mache ich das eigentlich am besten? Die AR-Systeme sind auch unterschiedlich vom technologischen Level her. Manche können relativ gut zum Beispiel Ebenen in der realen Welt erfassen, sodass man dann da entsprechende virtuelle Objekte drauf platzieren kann. Andere können das nicht. Da muss man sich wieder andere Interaktionstechniken einfallen lassen, um virtuelle Objekte zu platzieren. Da gibt es einfach diverse Herausforderungen. Wir haben uns mit diversen Experimenten mal tatsächlich damit beschäftigt, wie kann ich denn für diesen Anwendungsfall, den wir gerade hatten, also virtuelle Prototypen in AR, bestimmte dieser Probleme angehen und welche Lösungen haben sich als am besten herausgestellt. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, wenn man an so einem Kopierer oder so einer Kaffeemaschine oder eben auch einem Auto so Knöpfe drücken will oder auf dem Touchscreen Dinge bedienen möchte, dann braucht man eigentlich, wenn möglich, zum Drücken dieser Knöpfe so virtuelle Hände. Denn die funktionieren ganz gut. Wir haben also herausgefunden, dass Nutzerinnen und Nutzer dann, wenn sie ihre Hände getrackt haben, dass sie dann relativ gut Knöpfe drücken können. Ja, mit Controllern funktioniert das nicht so gut, weil die Controller sind einfach diese relativ klobige Teile. Die sind auch in der virtuellen Welt immer dann so als solche dargestellt. Und mit denen dann so einen kleinen Knopf zu drücken, geht nicht. Da muss man sich dann wieder überlegen, kann man über einen Laser arbeiten? Aber das funktioniert nicht so gut, weil man dann anfängt zu zittern und man trifft den Knopf nicht so genau, je kleiner er ist. Also alles nicht so optimal. Aber Objekte greifen und bewegen hat zum Beispiel wiederum mit den Controllern sehr gut funktioniert, weil man dann mit den Controllern in die Objekte reingeht und so einen Greifknopf drückt. Und das funktioniert ganz gut. Ähnliche Experimente haben wir in Smartphone-AR gemacht. Da mussten wir zwar teilweise feststellen, dass Smartphone-AR noch nicht von allen Teilnehmenden so als verständlich anerkannt wird. Aber auch hier haben wir einfach unterschiedliche Dinge ausprobiert. Wie kann ich am besten eigentlich Objekte greifen und auch bewegen? Und haben auch da festgestellt, dass das teilweise problematisch ist, gerade wenn es darum geht, Objekte sehr fein und genau zu positionieren. Und wir haben zusätzlich noch weitere Untersuchungen gemacht. Alles vor diesem Kontext. Wie kann ich denn eigentlich diese Interaktion mit den virtuellen Prototypen bestmöglich gestalten? Und das ist eigentlich ein ganz spannendes Themengebiet. Wir mussten also feststellen, wir haben die Untersuchungen jetzt alle in diesem Themenkontext virtuelle Prototypen in AR, VR gemacht. Und dafür haben wir dann jetzt so Interaktionstechniken ausprobiert und haben eben festgestellt, es gibt so bestimmte Interaktionstechniken, die funktionieren einfach extrem gut dafür. Und es gibt andere, die funktionieren einfach nicht. Dafür kann es sein, dass diese anderen Interaktionstechniken für andere Anwendungsfälle wieder gut funktionieren. Und das ist ein sehr wichtiges Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Von daher, falls Sie da in irgendeiner Form mal Interesse haben für Ihre eigenen Systeme, dass wir uns da mal mit beschäftigen, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Also nicht nur auf mich selbst, sondern auch auf das Usability Engineering Zentrum, was ich, seit ich angefangen habe, dann hier an der TH übernommen habe. Da sind wir gerne bereit, uns da mit solchen Fragestellungen auseinanderzusetzen und auch entsprechende Untersuchungen anzustellen. Ein paar Folien habe ich jetzt noch zu einer technischen Herausforderung, mit der wir uns auch beschäftigen. Das könnte vielleicht für einige von Ihnen relevant sein, die sich letztendlich mit dem Thema ja, technische Geräte oder ähnliche oder ja, technisch gelagerte Geräte in der virtuellen Welt beschäftigen. Es ist ja noch diese Herausforderung, dass wenn wir ein dreidimensionales statisches Modell haben eines solchen technischen Gerätes und wir wollen das irgendwie überführen in ein interaktives dreidimensionales Modell, dass wir dafür entsprechenden Programmieraufwand haben. Und der Programmieraufwand wird umso höher, wenn wir dieses interaktive dreidimensionale Modell von so einer Kaffeemaschine zum Beispiel nicht nur am PC darstellen wollen oder nur an einer bestimmten VR-Brille, sondern an unterschiedlichen Geräten mit unterschiedlichen technologischen Ausstattungen, ob jetzt in AR oder VR. Und um da halt so schnell wie möglich hinzukommen, haben wir ein Framework entwickelt, das nennt sich das Vivian Framework, wobei Vivian für Virtual Prototyping in Virtual and Augmented Reality steht. Und mit diesem Framework kann man jetzt also relativ schnell von diesen statischen 3D-Modellen zu interaktiven 3D-Modellen in eben einer gewissen Brandweite von XR, wir können noch nicht alles, aber einiges, kann man die dann darstellen und kann dann auch mit diesen interagieren. Und in diese Framework-Entwicklung sind eben auch unsere Erfahrungen mit den Interaktionstechniken dann entsprechend eingeflossen. Und was kann man da jetzt entsprechend oder wie muss man das Framework letztendlich nutzen? Das Framework bekommt also als Eingabe dieses statische 3D-Modell. Dann muss man zusätzlich spezifizieren, welche Elemente von diesem 3D-Modell sind denn jetzt eigentlich interagierbar? Also wo kann ich draufklicken? Also das ist zum Beispiel ein Knopf oder was ist zum Beispiel ein Drehknopf? Was ist ein Touchscreen? Auch sowas kann man spezifizieren. Dann kann man spezifizieren, was sind denn Elemente, die irgendwas darstellen? Das können also Displays sein, das können aber auch einfache Lampen sein. Und
man muss noch spezifizieren, was passiert eigentlich in welcher Reihenfolge. Da arbeiten wir mit sogenannten State Machines, aber ganz platt gesagt ist es so, so ein Gerät ist ja am Anfang ausgeschaltet, ja, das heißt, es leuchtet keine Lampe, es leuchtet kein Display, dann drückt man auf irgendeinen Knopf, ja, und dann kommt man in einen neuen Zustand und in diesem neuen Zustand wird zum Beispiel auf einem bestimmten Display was angezeigt und eine bestimmte Lampe leuchtet, so ganz rudimentäre Sachen, die man dann spezifizieren kann. Und wenn man das alles spezifiziert hat für die grundlegende Funktionalität von so einem virtuellen Prototypen, dann kann das Framework das Ganze hinterher in unterschiedlichsten Laufzeitumgebungen darstellen. Wir arbeiten gerade auch noch an Erweiterungen für weitere Laufzeitumgebungen, aber wir können das dann eben direkt am PC abspielen, was also zu Testzwecken immer ganz gut ist. Aber wir können das auch direkt in Augmented Reality auf dem Smartphone darstellen und direkt in VR mit unterschiedlichsten Interaktionstechniken und technologischen Ausstattungen. Und eben zum Schluss dann auch hoffentlich irgendwann mal mit sowas wie einer Microsoft HoloLens. Da habe ich bisher nur noch keine gehabt, um es ausprobieren zu können. Aber es sollte prinzipiell auch funktionieren. Gut. Woran arbeiten wir noch? Um diese ganzen Spezifikationen zu machen, bauen wir gerade auch eine Oberfläche, um diese Spezifikationen halt über eine Oberfläche zu machen, damit man das nicht alles von Hand und kompliziert schreiben muss. Die ist noch nicht ganz fertig, die kann noch nicht alles, aber da arbeiten wir dran, dass wir die entsprechend erweitern und ergänzen, sodass wir in Zukunft auch komplette virtuelle Prototypen darüber spezifizieren können. Und falls Sie da jetzt Interesse haben, bin ich natürlich offen für jede Anfrage und wir können einfach mal gucken, wie wir uns bei diesen Themengebieten, ob es jetzt eben Interaktion in AR, VR ist oder eben das ganze Thema mit diesen virtuellen Prototypen in AR, VR, ob wir uns da irgendwie zusammenfinden. Und damit bin ich auch am Ende meines Vortrags angekommen, bedanke mich und haben natürlich jetzt ein offenes Ohr für alle möglichen Fragen, die da jetzt kommen. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung, es hat mich sehr gefreut. Wir sprechen heute über das Thema Digital Empathy, das erkläre ich gleich, was das heißt und wie wir das eben auch bei XR, also vor allem Virtual Augmented Reality, einsetzen wollen. Also vielleicht ist ja vielen dieser Begriff Empathie aus Design Thinking bekannt, also die erste Phase von 5 Design Thinking Stufen. Da geht es sehr stark um Emotionen, also um die Erforschung der Gefühle, die gewisse Produkte, Interaktionen, Dienstleistungen bei Nutzern auslösen. Aber es gibt auch so die kognitive Komponente, also wie nehmen Nutzer Produkte und Dienstleistungen überhaupt wahr und wie beeinflusst das auch Motivationen und Einstellungen. Und wenn wir uns jetzt mal so ein paar Anwendungsfälle, die wir uns ansehen, hier im Bereich VR, AR ansehen, sehen wir schon, dass es vielleicht ganz spannend sein kann, weil wenn ich das jetzt vergleiche hier unten mit so dem langweiligen Sitzen vor einem flachen Bildschirm, haben natürlich solche Produkte viel tiefere Immersionsmöglichkeiten. Also das hier oben, das ist Icos, ein Unternehmen aus München. Da kann man dann eben mit seinem Körper, also das ist schon sportlich, was man da macht, mit seinem Körper durch verschiedene Szenarien fliegen, also von Weltraumgefechten bis hin zu Tiefseetauchen oder auch einem Flug über dem Engadin. Und man merkt schon anscheinend, Weltraumgefechte sind so ein Ding in VR. Also das ist auch wieder ein Unternehmen aus München, ein Spin-off von Audi. Das heißt Holoride, da sitzt man quasi hier in so einem Auto, während man gefahren wird von einem Fahrer oder vielleicht irgendwann vom autonomen Auto und kann dann während dieser langweiligen Fahrt zum Flughafen eben auch hier Weltraumgefechte machen. Und das ist ganz interessant, weil es eben auch die Fahrzeugbewegungen in das Spiel überträgt. Und wenn der Fahrer jetzt eine scharfe Linkskurve macht, ja, dann muss man im Spiel nachsteuern, weil jetzt wurde ich gerade angechattet, Moment, weil man dann quasi rausgeworfen wird fast aus dem Raumschiff. Jetzt merkt man schon, das hat natürlich jetzt eine deutlich emotionalere Komponente, als irgendwie eine SAP-Anwendung auf dem Bildschirm zu bedienen. Und jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wie man diese Immersion und diese Emotionen in der Immersion auch misst, weil es doch auch alles sehr implizit abläuft, also sehr viel auf der Gefühlsebene. Und eigentlich ist der UX eh schon sehr schwer zu messen, weil man eben über Emotionen spricht. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt in so einem Szenario, wo auch ganz viel passiert, viele Eindrücke, noch schwerer zu messen. Und sagen wir mal so ganz klassische UX-Methoden, klar gibt es auch Logfile-Analysen und so weiter, aber ganz klassische UX-Methoden wie ein persönliches Gespräch oder ein Think-Aloud-Interview während der Nutzung von so einem Produkt oder einem Ex-Post-Fragebogen, da merkt man schon, das ist vielleicht nicht ausreichend. Ja? Warum? Müssen wir jetzt nicht so tief einsteigen, das ist vielleicht auch ein bisschen zu vereinfacht.
Aber tendenziell kann man eben sagen, dass unser Sprachzentrum, also das, was wir eben hier ansprechen würden oder hier ansprechen würden, und unser emotionales Zentrum im Gehirn nicht so ganz gut vernetzt sind. Ja? Also wenn Sie schon mal versucht haben, mit Männern über Gefühle zu sprechen, ja, dann ist Ihnen das vielleicht auch schon klar geworden, dass die Verbalisierung ja auch oft in der Therapie eigentlich das Erste ist, wenn man über Gefühle spricht. Was wollen wir jetzt machen? Wie wollen wir da helfen? Also einerseits forschen wir in dem Bereich MPI Lab, ja, sind auch relativ methodenagnostisch, fokussieren uns sehr stark auf Attention und Emotion Research. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch ein Hardware- und Software-Instrumentarium, ein UX-Methoden-Toolstack aufgebaut, also von quasi Wearables bis zu Facial Coding, Eye-Tracking und so weiter. Jetzt sieht man aber schon hier unten, vor allem bei VR ist natürlich das Thema Facial Coding ein bisschen schwierig, wenn der Großteil des Gesichts einfach von so einer Brille verdeckt wird. Und dementsprechend starten wir jetzt Forschungsprojekte im Bereich ja, UX-Research für VR und AR, ganz klassisches Modell, Stimulus, Organismus, Output. Und was wir da eben hier vor allem in der Mitte machen, sind multimodale Messungen im Bereich Effective Computing und Eye-Tracking. Also die Stimuli, das haben Sie jetzt schon gesehen, also da kooperieren wir mit dem Kollegen Harms in VR-AR-Szenarios oder der Kollege von Hoffmann wird auch im nächsten Vortrag nochmal so eine autonome Sitzkiste vorstellen. Und die Messung funktioniert dann eben zum Beispiel direkt über Wearables mit der Heartrate oder Hautwiderstand, über die Headset-Sensoren an für sich, also Accelerometer, Gyroskop, aber auch eben die Eye-Tracker, vor allem hier die Pupillenverengungen. Dann weiter natürlich auch die Surveys, um das einfach zu triangulieren oder wenn es passt, ja, also wenn es auch eine Voice-Interaktion gibt, auch über Voice-Emotion-Analytics. Und Ziel ist eben, dass wir das triangulieren und eben herausfinden, welche der Methoden brauchen wir für welche Anwendungsszenarien. Und optimalerweise wäre es natürlich ganz gut, wenn wir irgendwann diese Variables weglassen könnten und auf die Headset-Daten gehen und durch eine Triangulation eben etablierte Messmodelle von Variables übertragen können auf die reinen Daten der, jetzt hatte ich selbst auch schon Timer, auf die reinen Daten der Headsets. Das ist ein weiter Weg, aber wir nähern uns eben immer ein bisschen an. Und wenn Sie dazu sprechen möchten, können Sie einfach das BI Lab aufsuchen. Sie können sich auch gerne hier mit mir über LinkedIn vernetzen. Ich glaube, wir sind zum Großteil sowieso in der LinkedIn-Gruppe drin, da reagiere ich eigentlich schnell. Und ich kann natürlich auch die Paper gerne zusenden oder verlinken. Okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich habe die große Freude, Ihnen jetzt die ersten Zwischenergebnisse von dem Projekt vorstellen zu können. Da haben ganz viele Menschen mitgewirkt. Das ist aus der Fakultät Design der Yves Ebnöter und der Tillmann Zitzmann, die nachher noch sprechen werden. Alexander Hahn, der vorhin schon gesprochen hat. Markus Kaiser als Technikjournalist und weit mehr als 10 Studierende, die hier im Rahmen des forschenden Lernens ein ganzes Auto im CAD aufgebaut haben. Und mit diesem Fahrzeug wollen wir jetzt erforschen, wie wir möglichst affektiv, also Gefühle transportierend, von einer KI im Auto über Licht- und Tonsignal noch viel mehr mit dem Fahrer kommunizieren können. Das möchten wir im VR machen, oder das machen wir im VR. Und um das möglichst immersiv umsetzen zu können, haben wir eine Sitzkiste aufgebaut. Sie kennen das wahrscheinlich, wenn man sich so ein Auto im VR anguckt. 5 Leute stehen drumherum, einer hat die VR-Brille drauf, der kann genießen, wie das Auto in echt aussieht, aber der Rest der Umstehenden hat wenig Vorstellungen davon, was der gerade macht und kann sich schlecht orientieren. Und hier in dieser Holzsitzkiste haben wir sozusagen ein grobes Modell, Maßstab 1:1, das Ding wiegt 300 Kilogramm, aufgebaut aus Holzteilen in Lasertechnik hergestellt, nach dem Steckprinzip zusammengebaut, da sind Tracking-Sensoren drin, da ist ein Autositz drin, da ist ein richtiges Lenkrad eingebaut, da sind richtige Gaspedale eingebaut. Das heißt, der Mensch, der die VR-Brille trägt und das Auto fein detailliert sieht, das werden wir gleich von der Frau Sparer noch sehen, kann nun die Füße hochlegen, kann das Lenkrad anfassen, das Fahrzeug lenken im VR. Und die Umstehenden, die das beobachten, die haben auch noch eine Vorstellung, wo der gerade hinguckt, wenn er den Blick nach rechts unten richtet. Und ja, dazu sehen wir gleich, übergebe das Wort an die Frau Sparrer, wie das dann aus der VR-Ansicht aussieht. Du
Du musst deinen Ton anmachen. Oh. Ja, jetzt. Entschuldigung, guten Morgen. Das ist mir vorhin schon passiert. Wie es der Herr von Hofmann schon angekündigt hat, wollen wir jetzt auch mal hier live einen kleinen Einblick in den aktuellen Forschungsstand unseres Fahrzeugs geben. Genau, ich würde jetzt einfach mal ein kurzes Vorwort, um was es eigentlich ja nochmal genau geht. Wir befassen uns jetzt auch weiterhin näher mit dem Thema Eye-Tracking, wie es der Herr Hahn vorhin schon angekündigt hat, um einfach die Blickrichtungen des Fahrers, des Nutzers zu messen. Ja, was wird überhaupt fokussiert vom Nutzer, wie intensiv? Und genau, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Genau. Ich hoffe, man kann schon was erkennen. Ganz wunderbar, das Fahrzeug. Der Fahrer sitzt sozusagen mit der VR-Brille auf in der Sitzkiste, kann jetzt den Blick in dem Fahrzeug richten und sieht jetzt hier Innenraumbeleuchtungsszenarien, kann hier durch eine Benutzeroberfläche sich durchorientieren. Nachdem die VR-Brille aufgesetzt wurde, muss erstmal so eine Eye-Tracking-System-Kalibrierung gemacht werden und jetzt kann sozusagen ein Versuchsleiter mit dem Eye-Tracking genau untersuchen, wie die Person sich in dem Fahrzeug mit dem Blicken verhält. Und dieses Blickverhalten kann als Bewertung für die Nutzerfreundlichkeit mit herangezogen werden. Ja, man kann auf den Boden schauen, da sieht man das Gasspedal, die Bremse, das Lenkrad. Fasst man das Lenkrad an, spürt man das Lenkrad, was auch wirklich da ist, physisch. Sie können auch physisch das Gaspedal treten. Sie können das Fahrzeug über eine virtuelle Teststrecke fahren, die wir aufgebaut haben. Das Ganze wird in der Unity Game Engine bespielt. Ja. Und das ist auch ein Programm, was bei uns in der Lehre unterrichtet wird für die Medieningenieure und eigentlich recht gut erlernbar ist. Gut, ich glaube, unsere Zeit ist schon wieder fast rum. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, unser neues Projekt heißt Virefura, das eben steht für Virtual Reality zur Fußgänger- und Radverkehrsförderung. Und zu Beginn möchte ich noch kurz vorstellen, wer denn da alles daran beteiligt ist. Also das sind zum einen hier wir, also der Forschungsbereich intelligente Verkehrsplanung am NCT unter der Leitung von Professor Kipke. Und in Zusammenarbeit mit der Fakultät Architektur führen wir eben dieses Projekt durch. Dann haben wir noch als Projektpartner die Stadt Fürth, Abteilung Verkehrsplanung, da es um einen Straßenzug aus Fürth geht. Da komme ich gleich später noch dazu, den wir eben nachmodellieren. Und dann haben wir noch die Stiftung Innovation und Zukunft, die das ganze Projekt fördert. Wer jetzt hier nicht mit aufgelistet ist, aber ohne den das Projekt gar nicht erst möglich gewesen wäre, ist Professor Götzelmann von der Fakultät Informatik. Also an der Stelle ein herzliches Dankeschön an ihn und sein Forschungsteam. Mit ihnen arbeiten wir sehr eng zusammen im Bereich der VR-Technik. Ja, was machen wir in dem Projekt? Und zwar modellieren wir unterschiedliche Knotenpunkte, Straßenzüge in VR nach, wie man hier sehen kann. Und der Vorteil von VR ist eben in dem Zusammenhang, dass ich einen und denselben Knotenpunkt unterschiedlich gestalten kann und dann eben untersuchen kann, wie wirkt sich das auf die Zufriedenheit, die Sicherheit und Attraktivität im Radverkehr und im Fußgängerverkehr aus. Man sieht hier den Knotenpunkt Frankenschnellweg-Rotenburger Straße, links eben eine Planung, die stark auf den Pkw-Verkehr ausgerichtet ist, rechts eine Planung für den Menschen und darum geht es eben auch, wie wirken sich so unterschiedliche Stadtgestaltungen auf die Attraktivität im Radverkehr und Fußgängerverkehr aus. Wie setzen wir das Ganze um? Wir haben zwei Simulatoren. Oben sieht man einmal den Simulator für die Fußgänger, unten für den Radverkehr.
Hier oben, das ist ein Modell von einem Hersteller aus Wien. Das ist da das neueste Modell. Man sieht, das ist hier eine Bodenplatte, die sich leicht neigt und somit den Schritten des Probanden anpasst. Denn man kann sich vorstellen, das Zu-Fuß-Gehen auf der Stelle ist nicht ganz so trivial und intuitiv, wie man das eben vom Gehen draußen kennt. Und diese neigbare Bodenplatte passt sich, wie gesagt, den Schritten an und somit ist es ermöglicht, dass ein realistisches Gehgefühl, sage ich mal, auf der Stelle. Der Fahrradsimulator hier unten, den haben wir gemeinsam mit der Fakultät Informatik, eben Professor Götzelmann, aufgebaut. Da gehe ich jetzt nicht genauer auf die Sensorik ein aufgrund der Zeit, aber man kann sich eben vorstellen, dass man in diesen beiden Simulatoren sich in so einem Stadtmodell befindet und mit den anderen simulierten Fußgängern und Radfahrern eben sich dann nebenher bewegt. Wie funktioniert das in VR? Also wir haben auf der einen Seite eine Verkehrssimulation, das heißt, da werden alle bewegten Objekte modelliert, wie eben die Autos, andere Radfahrer, andere Fußgänger oder auch die Ampelschaltung. Und auf der anderen Seite haben wir ein statisches 3D-Stadtmodell. Da werden eben alles, was sich nicht bewegt, wird da modelliert, wie Gebäude, die Bäume oder auch die Straßen selbst. Und diese beiden Modelle, also Verkehrsmodell und Stadtmodell, werden dann in einer Entwicklungsumgebung sozusagen verheiratet. Da nutzen wir auch Unity dafür. Und die spielt eben diese Informationen dann dem Probanden zu, in dem Fall hier dem Fußgänger. Und auch er wiederum gibt Informationen natürlich an Unity, wo schaut er hin, in welche Richtung geht er und wie schnell geht er. Das Ganze dann auch eben mit dem Fahrrad. Und um noch kurz auf den Straßenabschnitt zu sprechen zu kommen, um den es geht, es ist die Schwabacher Straße hier in Fürth, eine sehr lange Straße. Und zwar geht es in unserem Projekt um den nördlichen Abschnitt. Dort ist sehr viel Raum bisher gewesen für parkenden Kfz-Verkehr, kaum Platz für Fußgänger oder Radverkehr. Und das soll sich eben ändern. Und da möchten wir eben auch ansetzen, zu untersuchen, okay, wenn wir die und die Variante oder den und den Parameter variieren, wie wirkt sich das auf die Attraktivität eben im Radverkehr oder Fußgängerverkehr aus? Man kann sich vorstellen, wenn man so einen 2D-Plan vor sich liegen hat, kann man wenig damit anfangen. Gerade wenn man irgendwie Meinungen von Bürgern mit in die Planung integrieren möchte, ist es einfach schöner, wenn man das Ganze erlebbar macht, ausprobiert, wie wirken sich zum Beispiel Grünanlagen oder ein Radweg aus oder auch Gebäudefassaden, was haben die für einen Einfluss? Und damit können wir das eben mit unseren VR-Modellen lösen. Hier mal ein Film, ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen, wie man sich das vorstellen kann. Haben wir mit einem Greenscreen abgefilmt. Das Beispiel ist jetzt die Bahnhofstraße in Nürnberg, wo man eben mit dem Fahrrad durchfahren kann. Ja, und in Anbetracht der Zeit komme ich jetzt auch schon zu meiner letzten Folie. Hier nochmal zusammengefasst, was wollen wir untersuchen? Also wie wirken sich unterschiedliche Infrastrukturen, Stadtgestaltungen auf diese Faktoren hier aus? Die meisten habe ich schon genannt, zum Beispiel aber auch die Zeitwahrnehmung. Also sind zum Beispiel Fußgänger in attraktiveren Umgebungen bereit, einen längeren Weg zur Haltestelle in Kauf zu nehmen? Aber auch Emotionen wie Stress und Freude wollen wir im Rahmen einer Benutzerstudie untersuchen. Also das heißt, das Ganze läuft so ab, dass wir denselben Straßenzug haben, die Schwabacher Straße, aber immer nur einzelne Parameter variieren, um eben einen eindeutigen Ursache-Wirkungszusammenhang zu haben. Und im Rahmen von Benutzerstudien, die hoffentlich bald mal wieder möglich sind, wir hoffen darauf, dass es im Herbst klappt, dass wir die eben durchführen und im Rahmen von Befragungen oder eben auch Eye-Tracking und Brain-Computer-Interfaces, die wir einsetzen wollen, diese genannten Kriterien untersuchen. Vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, was machen wir mit AR/VR? Wir sind vor einigen Jahren, haben wir mal die Idee gehabt, man könnte ja Roboter auch ganz gut programmieren, indem man zum Beispiel ein Motion Capture System einsetzt. Das hat vor allem dann sehr große Vorteile, wenn ich so Kleinserien bedienen möchte. Das heißt, normalerweise brauche ich den Roboter für die Programmierung selber. Und wir arbeiten jetzt seit 4 Jahren an einem großen Forschungsprojekt, wo diese Programmierung von Robotern quasi ohne den Roboter, also quasi offline gemacht wird mit einem Motion Capture System.
Das hat eben den Vorteil, dass der Roboter dann in der Firma weiterarbeiten kann, in der Halle unten, und ich kann oben in meinem Büro oder in einem Vorbereitungsraum diese Programmierung durchführen. Das heißt, ich verbinde quasi die Vorteile einer Online-Programmierung, wo der Roboter da ist, mit den Vorteilen der Offline-Programmierung. Wir haben uns dazu bei uns im Institut so einen richtigen Motion-Capture-Raum gebaut. Da sehen Sie, es ist hier ja nichts drin, außer einem Tisch und mehreren Kameras. Also es gibt hier ein OptiTrack-System bei uns, Motion-Capture-System von einem großen amerikanischen Hersteller, und wir machen damit im Moment jetzt hauptsächlich eben solche Körpererfassungen. Wir haben eine Programmierumgebung dahingehend gebaut, dass wir verschiedene Pointing-Devices haben, die man quasi einlernt ins System und mit denen man der Software was zeigen kann, und es wird dann automatisch in ein Roboterprogramm überführt. Der große Vorteil ist, da braucht man nicht mal CAD-Daten oder irgendwas, sondern man kann ja direkt am realen Werkstück das hier zeigen. Und damit man es aber trotzdem sehen kann, benutzen wir dann ganz aktiv AR und VR. Das läuft bei uns ja letztendlich dann alles über Unity. Also es wird hier dann ein virtueller Roboter mit eingeblendet. Unity im Zusammenhang mit, wir sind ja aus dem CAD-Bereich, Maschinenbauer. Die Firma PTC ist da sehr stark, hat da ja verschiedene Produkte am Start, die das dann machen. Und dann hat man über so einen Barcode, der am Tisch liegt, quasi in Echtzeit den Roboter hier mit drinnen und kann dann auch zum Beispiel überprüfen über die Inverse Kinematik, ob der das alles machen kann und wie gut es so funktioniert. Also das funktioniert für verschiedene Prototypen inzwischen schon ganz gut. Was wir uns jetzt als Anwendung mal rausgesucht hatten, ist das Schweißen zum Beispiel. Sie sehen das jetzt hier in so ein paar so Probebauteilen, dass man quasi Bauteile, die in so einer kleinen Serie vorkommen, über einen Roboter schweißt, und diesen Schweißprozess kann man dann sehr gut über unser System teachen. Wir erreichen mit dem Motion Capture System so eine Auflösung von unter einem Millimeter im Raum. Das liegt einfach auch daran, dass der Raum nicht so wahnsinnig groß ist. Und das reicht zum Schweißen vollkommen aus im Moment. Ja, wir machen dann noch weitere Sachen. Wir entwickeln auch so haptische Geräte, wo dann zum Beispiel nicht nur das Schweißen geteacht werden kann, sondern zum Beispiel später auch mal greifen oder ähnliches. Also da gibt es dann Feedback, Vibrationselemente, akustisches und visuelles Feedback, wenn man zum Beispiel in einen Bereich kommt, was der Roboter gar nicht mehr machen kann. Ja, und ich möchte jetzt gar nicht so ganz tief eingehen auf die Methodik, die dahinter steht. Da arbeiten, wie gesagt, zwei Mitarbeiter seit 4 Jahren dran, machen da ihre Dissertation drüber. Das Ganze wird Ende des Jahres dann abgeschlossen sein. Wir haben da auch mal so zwischendrin einen kleinen Film gemacht, und den möchte ich Ihnen jetzt noch ganz gerne zeigen. Da sehen Sie mal so einen kleinen Überblick. Also man sieht jetzt hier am Anfang, wie das Ganze eben dann aufgesetzt ist, dass wir hier starten mit dieser Programmierumgebung. Diese Barcodes, die hier rumliegen, die sind, wie gesagt, dann für die Kopplung von dem AR und von dem realen Raum, also virtuell und real. Und Sie sehen jetzt hier, dass der Herr Müller, der wissenschaftliche Mitarbeiter, der das alles macht, der nimmt so einen Griffel in die Hand, und dann wird der Roboter eingeblendet. Und sobald er in den Bereich reinkommt, wo der Roboter dann quasi auch greifen kann, übernimmt der Roboter diese Position mit seinem Werkzeug, was ihm dann virtuell vorgegeben ist. Und dann kann die Programmierung starten. Man sieht die Programmierung dann an solchen kleinen roten Bobbles, die dann im Raum erscheinen. Das sind quasi Positionen, die dann aufgenommen worden sind. Und die werden dann natürlich im Nachhinein noch weiterverarbeitet, geglättet und so weiter. Und dann wird daraus ein Roboterprogramm erzeugt. Und wie gesagt, das Ganze kann man jetzt entweder so wie hier machen über einen Monitor. Man kann es aber auch über ein Tablet zum Beispiel machen, was man dann im Raum dahin halten kann, oder über eine VR-Brille. Also wir arbeiten zum Beispiel mit einer Vive, und das Programm kann man dann direkt in einen, wie gesagt, auf einem Roboter übergeben. Inzwischen geht es auch ein bisschen softer, als Sie es hier noch sehen. Also man kann es dann noch ein bisschen schöner glätten, und wie gesagt, dadurch, dass wir eine relativ hohe Auflösung haben, können wir dann ganz gut die Sachen darstellen hier. Ja, das ist so ungefähr das, was wir machen in dem Projekt. Also die Kopplung zwischen der virtuellen Welt und der realen Welt. Und das, wie gesagt, funktioniert hier auch für das Schweißen. Also das ist mal so der ganz konkrete Ansatz. Der große Vorteil ist hier,
Das ist jetzt, sagen wir, aus maschinenbaulicher Sicht sehr interessant. Man hat halt gleich alle Freiheitsgrade, die der Schweißroboter später machen muss. Also 3 translatorische, 3 rotatorische hat man in einem Vorgang definiert. Normalerweise dauert es in der Software wahnsinnig lange, das alles so hinzuteachen. Und das ist für eine kleine Firma gar nicht leistbar. Genau, das war es jetzt mal so von dem groben Überblick her. Und ich denke mal, da kann man jetzt schon mal ganz grob sehen, was wir machen und wo man es vielleicht noch anwenden könnte. Vielen Dank. Ja, hallo, ich bin Jürgen Schubert. Ich bin von Wohnzimmer Productions. Das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Corona-bedingt haben wir, also meine Arbeitskollegen und ich, in den letzten Wochen viel im Homeoffice beziehungsweise beim Arbeitskollegen verbracht, nämlich in seinem Wohnzimmer. Wir sind 3 Kollegen aus einer Werbeagentur. Unser Arbeitsumfeld ist unter anderem auch irgendwie Virtual Reality. Als Stichwort kann ich hier sagen, Hybridstudio bei uns nennt sich das. Das ist eigentlich eine XR-Umgebung, wo Virtualität und Realität vermischt wird und als Bild, Video oder als Einzelbild irgendwie ausgegeben wird. Das heißt, in dem Feld bewegen wir uns und es fasziniert uns total, was wir letztendlich alles machen können damit. Wir sind seit einem guten Vierteljahr an dem Thema Digital Human dran. Das ist auch das Thema, um das es geht. Das ist natürlich auch was, was uns wahnsinnig fasziniert und berührt und was uns auch herausfordert, weil da ganz spannende Möglichkeiten inzwischen irgendwie gegeben sind, einfach auch durch die Möglichkeit, verschiedene Software-Tools einzusetzen und die Hardware inzwischen auch so leistungsfähig ist, dass wir da wirklich auch sehr, sehr einfach erste Ergebnisse machen, generieren können und zeigen können. Und das ist auch was, was wir und was ich Ihnen heute irgendwie auch mal kurz zeigen werde. Also so als ein kleines Fenster in die Wohnzimmer Productions rein. Ich möchte mich noch mal ganz kurz meine Kollegen vorstellen. Das ist zum einen der Sven Fiebiger, der kommt aus dem Umfeld CGI, also 3D-Grafik, Fotogrammetrie ist ein Steckenpferd von ihm, aber auch Motion Capture. Mein anderer Kollege, der Andreas Jentsch, kümmert sich um Hard Software, in dem Fall auch um die Detection, also nicht weit weg von dem, was der Michael Koch gerade irgendwie schon mal angesprochen hat. Das ist uns durchaus irgendwie auch bekannt. Da wiederum auch Motion Capture und natürlich im Besonderen dann Körper- und Facial Capture. Und das Thema Unreal ist für ihn irgendwie auf der Agenda. Ich bin Jürgen Schubert. Ich bin ganz lang in der, in dem Umfeld, in der Agenturlandschaft irgendwie tätig. Bin Absolvent von der FH Nürnberg noch. Damals gab es noch Kommunikationsdesign. Das hat sich inzwischen alles sehr breit gefächert. Bin inzwischen irgendwie in der Konzeption, ein bisschen in der Grafik, aber auch in der Animation angelangt und arbeite da irgendwie sehr lang und sehr oft und sehr interessiert dran und auch recht intensiv. Was machen wir, beziehungsweise was werden wir Ihnen dann kurz zeigen? Es gibt 3 Stichworte bei uns. Das ist Body und Face, Motion und Space. Body und Face ist das Thema Face Scanning, wo wir ein 3D-Modell generieren, beziehungsweise Body Scanning, wo wir ein 3D-Modell generieren. Das heißt, wir modellieren ein Avatar. Dieser Avatar wird dann mit Motion Capture Daten, die über einen Motion Capture Anzug erfasst werden oder über ein iPhone erfasst werden, bewegt, und zwar in einem Raum, also in unserem Space in dem Fall, der aus 2 verschiedenen Szenerien irgendwie besteht, nämlich einem fotogrammetrisch erfassten Objekt und einem fertigen Environmental-Szene aus Unreal. Das Ganze soll dann zusammengefasst werden als Echtzeit-3D-Film oder Darstellung
in Unreal. Wir haben jetzt leider irgendwie nicht die technischen Möglichkeiten, deswegen haben wir zwei kleine Filme irgendwie produziert, die ich jetzt mal kurz zeige, und wo Sie dann sehen, wie wir gerade forschen und rumprobieren. Die kommen tatsächlich aus dem Wohnzimmer eines meiner Kollegen. Das ist eigentlich auch ganz lustig immer irgendwie. Also wir haben auch viel Spaß dabei, wenn wir das machen. Hier ist der erste Film. Da sieht man also die Szene. Wir haben das fotogrammetrisch detektierte Denkmal von dem Willy Brandt, von dem Willy Brandt-Platz aus Nürnberg, das da als Objekt fungiert. Wir haben außenrum die Szenerie aus Unreal und zwischendrin, das soll jetzt tatsächlich ich sein, ein erstes Modell von mir, in dem ich irgendwie da drin rumlaufe und mich bewege. Das Ganze wird detektiert, das hat man jetzt gerade unten rechts gesehen, von dem Motion Capture Anzug und wird dann da drin irgendwie praktisch übertragen. Das sieht man jetzt gerade, der Mann hat auch irgendwie noch zwei Handschuhe an, die im Prinzip die Hände irgendwie detektieren. Jetzt habe ich gemerkt, ich bin schon fertig, ich hätte gerne noch den anderen Film gezeigt. Da geht es letztendlich um die Darstellung von verschiedenen Kamerapositionen und verschiedenen Kameras in der Detektion. Das kann man auch mit Unreal machen. Soweit von uns, leider ein bisschen zu kurz, beziehungsweise leider ein bisschen zu lang von mir. Ja, hallo zusammen. Erstmal, also mein Name Yannick Hartmann. Ich arbeite als Key Account Manager bei der Firma HoloLight und wir bei HoloLight beschäftigen uns mit immersiven Technologien und dementsprechend freue ich mich jetzt in den nächsten 5 Minuten etwas über das Thema XR-Streaming erzählen zu dürfen. Schauen wir uns vielleicht mal kurz die Challenges heute auf dem XR-Markt an. Also was für Probleme hat man bei der App-Entwicklung? Das ist zum einen einmal, dass die Experience leider nicht optimal ist, weil die Endgeräte, vor allem die mobilen Endgeräte, limitierte Rechenpower haben. Dementsprechend hat man eine geringe Performance beim Abspielen der App. Es erfordert heute noch sehr hohe Aufwände, um Apps auch cross-plattformfähig zu gestalten, also jetzt auf iOS, Android, Microsoft HoloLens anzupassen. Die Datensicherheit von mobilen Endgeräten und vor allem von den Daten darauf sind nicht optimal, weil nehmen wir mal an, ein Mitarbeiter lässt jetzt seine HoloLens zum Beispiel außerdem im Zug liegen, die wird geklaut, wie auch immer, da waren vielleicht High-Confidential-CAD-Dateien auf dem Gerät, die sind dann vielleicht in Händen, wo sie nicht unbedingt sein sollten. Also auch das ein großer Punkt und Aspekt und Punkt Nummer 4. Einmal die, dass unserer Erfahrung nach 90% aller Use Cases in XR Aufbereitung der Daten erfordern. Also ich muss App-Inhalte reduzieren, Polygone, Bauteile reduzieren von CAD-Dateien zum Beispiel, um diese dann auch mittels mobiler Endgeräte darzustellen. Dazu kommt, dass die Integration von XR-Apps natürlich sehr zeitintensiv ist. Und ein Lösungsansatz, wie man das alles optimieren kann, das ist XR-Streaming. Hier sieht man das jetzt einmal an dem Beispiel von unserem Eiser SDK, wie das Ganze funktioniert. Unser Ansatz, den wir verfolgen, ist praktisch dieses Eiser SDK für Kunden anzubieten. Praktisch dieses Eiser SDK kann in die eigene XR-App eingebunden werden und dadurch wird es ermöglicht, praktisch die App selbst nicht mehr auf dem mobilen Endgerät laufen zu haben, sondern auf einer rechenstärkeren Maschine wie einem CAD-Rechner, Gaming-Laptop, der interne Server, der vielleicht im Keller steht, aber auch die Cloud, ja, überall da, wo Power dahinter steckt. Hier läuft dann praktisch die Server-Applikation und die sendet praktisch den gerenderten App-Inhalt als Image an das XR-Device, kann ein mobiles VR-Headset wie die Oculus Quest 2 sein, kann die HoloLens sein, kann aber auch ein Tablet oder ein Smartphone sein. Und hier habe ich dann praktisch nur eine Client-App installiert und die macht nichts anderes, als praktisch die Sensordaten in SLAM und den Gesten-Input an die XR-App auf dem Server zu streamen. Und das ermöglicht es mir praktisch dann auch, Content anzuzeigen, ohne jegliche Art von Reduzierung der Dateiinhalte.
Ich habe das an ein Video habe ich mitgebracht. Hier sieht man das einmal am Praxisbeispiel. Ein Blick aus unserem Office raus. Hier haben wir die internationale Raumstation, die ISS, in ihrer Echtgröße visualisiert mittels der Microsoft HoloLens 2. Hier sprechen wir von mehr als 50 Millionen Polygonen und mehreren tausend Bauteilen. Und das wäre jetzt, ja, diese Datei könnte man nicht lokal wiedergeben. Hier mit dem Streaming praktisch mit allen Shadern, mit allen Effekten, ganz einfach praktisch umsetzbar. So, jetzt haben wir das Video kurz auf uns wirken lassen. Ich springe eine Folie weiter. Genau, zusammenfassend vielleicht nochmal, was sind die Benefits, die XR-Streaming, sag ich mal, mit sich bringt. Das ist auf der einen Seite, dass ich unlimitierte Performance habe von meinem Content, den ich wiedergebe, gerade bei Visualisierungsthemen. Es ist dadurch keine Reduktion oder Vereinfachung mehr von Dateninhalten notwendig. Ich habe einen einfachen Entwicklungsprozess, weil dieses SDK praktisch in wenigen Schritten von jedem Unity-Entwickler, sag ich mal, in die Applikation eingebunden werden kann. Dadurch, dass wir nur Clients-Apps praktisch auf dem Endgerät am Laufen haben, kann ich sehr schnell auf andere Endgeräte switchen, iOS, Android und so weiter und so fort. Und ich habe natürlich ein höheres Sicherheitslevel, weil, gehen wir jetzt zu dem Beispiel, Brille im Zug vergessen, kein Problem, die Hardware ist weg, schade genug, aber die Dateien befinden sich ja weiterhin auf meiner Rechenstation, der Cloud, meinem Server. Letztes Slide, hier sieht man zum Beispiel drei Kunden, wo es schon aktiv im Einsatz ist, also in Kombination mit unserem Augmented Reality Engineering Space, vom Bereich Prototypen von komplexen Daten, die dort zu visualisieren, bis zum Bereich Factory Planning, Anlagenplanung, alles mit dabei. Wer da Fragen hat, kann dann gerne im Nachgang auch auf mich zukommen. Und ja, das war es erstmal von meiner Seite. Hat mich sehr gefreut, heute sprechen zu dürfen. Vielen Dank. Gut, jetzt muss ich erst mal sehen, dass ich hier in die Agenda reinkomme. In 5 Minuten sind es nur ein paar Folien, mehr lässt die Zeit ja auch nicht zu. Ganz kurz, Szenaris, 2 Standbeine, Entwicklung von E-Learning und Entwicklung von XR-Simulationen, also VR, AR, MR und in der Regel in Kombination. Das heißt, wir zeigen mit E-Learning, was man eigentlich machen soll und im Rahmen von Simulationen kann man das Ganze dann ausprobieren. Und die 3 Beispiele hier an der Seite werde ich gleich noch ganz kurz erläutern. Zum didaktischen Hintergrund, der bisher noch gar nicht beleuchtet worden ist, warum nutzt man denn überhaupt diese Mittel VR, AR, MR? Ich habe einmal das Thema Wissen, das kann ich relativ gut mit E-Learning beispielsweise transportieren. Das kann ich auch durch Unterricht transportieren. Ich kann es nicht vermitteln, weil es ja im Gehirn bei uns erst konstruiert wird und auf Erfahrungen und so weiter basiert. Daher kommt dieser Begriff des Konstruktivismus ein Stück weit ins Spiel, den man in der Didaktik sicherlich berücksichtigen muss. Dann spreche ich von einer Qualifikation, die ich halt durch einen Test nachweisen kann. Was ich aber dann nicht nachgewiesen habe, ist, ob ich in einer Situation dieses Wissen auch tatsächlich umsetzen kann. Da spielen Regeln, Werte, Normen sicherlich eine Rolle, aber ausdrücken wird sich die Kompetenz eigentlich erst in einer Handlung und je performanter ich handle, da kommt dieser Begriff der Performance ins Spiel, desto besser kann ich meine Kompetenzen darstellen. Welche Kompetenzen in uns stecken, wissen wir nicht. Das kann ich Ihnen nicht ansehen und Sie können es mir nicht ansehen. Ich kann es Ihnen aber zeigen, wenn ich in entsprechenden Situationen handle. Und dann gibt es diese schönen Sätze, es gibt hochqualifizierte Inkompetente und es gibt unqualifizierte Hochkompetente von John Erpenbeck, einem der Protagonisten der kompetenzorientierten Ausbildung, irgendwann mal formuliert. Ich hatte es eben schon gesagt, E-Learning ist das eine. Also wenn ich Wissen erwerben will, dann kann ich das wunderbar nutzen, auch sehr nachhaltig nutzen und zeit- und ortsunabhängig nutzen, so rum. Und Kompetenz in beispielsweise Simulationen. Simulationen ergänzen die Ausbildung, aber sie ersetzen sie nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Letztlich muss ich dann hands-on am Gerät machen, um tatsächlich das, was ich gelernt habe, dann auch entsprechend umsetzen zu können. Hier mal ein Beispiel eines Kompetenzmodells, das ich für die Bundeswehr in Zusammenarbeit mit anderen natürlich entwickelt habe.
das aus sogenannten Grundkompetenzen besteht, die dann in einzelne Teilkompetenzen zerfallen. Im Zentrum des Ganzen steht dann die Aufgabe, die ich umsetzen muss. Dieses kompetenzorientierte Modell der Bundeswehr ist seit ungefähr 2 Jahren in Nutzung. Und wir sind dabei, die einzelnen Schulungseinrichtungen entsprechend zu beraten, das auch richtig umzusetzen. 3 Beispiele. Das erste, Wuppertaler Schwebebahn. Die haben neue Züge bekommen und ein neues Zugsicherungssystem. Also haben wir diese ETCS, European Train Control System, Funktion per E-Learning geschult und dann in Form von Simulationen gefestigt. Das heißt, wir haben diese Strecke in Wuppertal nachgebildet, 13 Kilometer hin, 13 Kilometer zurück. Und jetzt kann der Zugfahrer an einem simulierten Cockpit mit einem simulierten Armaturenbrett und einem simulierten Schalthebel diese Strecke fahren und auch Gäste ein- und aussteigen lassen. Wir können Fehler simulieren und so weiter. Das heißt, hier ist die Kombination E-Learning und Simulation relativ gut dargestellt. Hier kann man nochmal Bilder aus der VR sehen. Ein zweites Beispiel, wo ich leider außer diesem Bild nicht viel zeigen darf, weil es eingestuft ist, ist das deutsche U-Boot, was wir vollständig nachgebaut haben. Und Sie können jetzt mit Hilfe einer VR-Brille oder mit Hilfe auch der Maus und Tastatur als Backfall-Ebene durch dieses Schiff gehen, durch dieses Boot gehen, um genau zu sein. Und Sie können mit den beiden Controllern, wir nutzen die HTC Vive dafür, im Prinzip jeden Knopf und jedes Ventil, alles, was Sie hier sehen, bedienen. Und es passiert das, was im echten Boot tatsächlich passiert. Ungeheuer großer Aufwand, aber extrem wichtig, denn Fehler im U-Boot sind manchmal unverzeihlich. Und dann ist das U-Boot weg und die Besatzung gleich mit. 4-stufige Ausbildung, E-Learning, VR-Simulation, wie wir sie hier sehen, Simulator und dann erst dürfen die Leute aufs Boot. Und das letzte Beispiel, das ist so unser Schmuckstück, ein virtuelles Teamtraining, wo wir beispielsweise hier Besatzungen von Brückenlegefahrzeugen ausbilden. Das heißt, wir haben 4 Arbeitsplätze hier in Deutschland. In Indonesien haben wir eine Simulation mit 10 Arbeitsplätzen, wo dann 10 Leute gleichzeitig in einer virtuellen Realität mit ihren Fahrzeugen und den anderen Fahrzeugen interagieren. Auch das wird mit E-Learning vorbereitet und auch hier, nicht auch hier, sondern hier kann man im Prinzip die Trennwände auch durch räumliche Entfernung von mehreren 1000 Kilometern ersetzen, weil die Anwendung internetfähig ist. Das Geräusch, was ich gehört hatte, ist jetzt die letzte Minute. Okay, danke. Ich habe mir gedacht, ich bin in VR und zeige mal Live-Sachen. Das heißt, ich stehe hier in Ostfriesland im Homeoffice 10 Minuten hinterm Deich. Man sieht mich hoffentlich auf der Videokamera, wie ich hier VR auf habe. Vielleicht gibt mir jemand mal kurz Feedback, über, dass man mich sieht, weil ich sehe natürlich nichts mehr außer VR. Man sieht Sie sehr gut. Sehr gut. Und ich starte jetzt einfach mal live sozusagen eine VR-Applikation, wo es darum geht, dass man gemeinsam kollaborative Prozesse durchführen kann. Das können Lernprozesse sein, Beratungsprozesse, Workshops sein und so weiter. Wir hatten ja eben das Thema Avatar. Man sieht jetzt hier, so sehe ich in der entsprechenden VR-Umgebung aus. Das ist ein Spiegel, wo ich meinen Avatar sehe, wo ich ein Stück weit natürlich den Eindruck kriege, wie sehe ich eigentlich für die anderen aus. Ich tue jetzt in die Applikation reinstarten, das heißt, ich gehe in einen virtuellen Raum rein, der ist gesichert über einen Code natürlich und ich kann da nicht nur alleine sein, was wir gleich sehen, sondern natürlich mit eigentlich x-beliebigen Menschen. Maximal hatten wir jetzt über 90 VR-User hier mal drin. Normalerweise mache ich Workshops hier in dieser Umgebung, wo 12 bis 14 Leute drin sind, wo ich eben Workshops, interaktive Seminare halte, aber auch Beratung mache. Man ist hier in einem virtuellen Haus, mehrstöckig, eine schöne Umgebung. Das Bild, wenn das übertragen wird, ist das vielleicht ein bisschen unruhig. Bei mir in der Brille ist das absolut ruhig. Das liegt am Streaming und an der Art und Weise, wie das übertragen wird. Ich bewege mich mal jetzt ins Haus rein. Ich kann natürlich hier auch in meinem ausgemessenen Bereich mich bewegen, im Homeoffice, aber ich kann natürlich hier auch teleportieren. Im Haus sind verschiedene Möglichkeiten der Interaktion. Man hat jetzt hier natürlich die Möglichkeit, ganz normal 2D, langweilig sagen wir, irgendwo in VR Dinge zu tun. Ich habe einen Stift und kann mit dem Stift hier zum Beispiel auch, wenn ich jetzt hier mich vor das entsprechende Board portiere, kann ich natürlich jetzt hier mit dem Stift auch auf dem Board zeichnen und malen.
und das ist auch auf dem Board drauf. Man sieht jetzt das, wenn ich das Board wechsle, steht das gezeichnet auf dem Board, aber ich kann natürlich mit dem Stift auch im Raum zeichnen. Und dann ist das im Raum drin. Natürlich hat der Stift dann auch unterschiedliche Farben, unterschiedliche Dicken, wo ich zeichnen kann und Dinge machen kann und natürlich den Raum nutze. Und der Raum zu nutzen, das ist eigentlich das Stichwort, weil das ist für uns eigentlich, wenn wir heute Usability-Themen hier machen, das Spannende. Wir haben hier zum Beispiel Würfel und auf diesen Würfeln stehen Begriffe und ich kann jetzt so einen Würfel einfach nehmen und kann zum Beispiel mir ein Bild anordnen, wenn ich zum Beispiel eine Story erklären will, was ist da jetzt wichtig drin und kann zum Beispiel auch diese Würfel einfach groß und klein ziehen und damit zum Beispiel die Priorität von dem Thema verändern, wo auf dem Würfel steht. Und so kann man zusammen, wenn jetzt 10 andere Leute hier noch drin sind, natürlich entsprechend interaktiv arbeiten. Das ist aber nicht alles. Es geht weiter. Man hat hier zum Beispiel eine leere Fläche, wo man jetzt sieht, und wenn ich jetzt hier mit Kunden zum Beispiel bin oder im Trainingsbereich, dann stelle ich halt einfach hier ein virtuelles Auto hin, wenn es um Automobil geht. Wenn ich in der Medizin bin, stelle ich halt ein Medizinprodukt hin und kann jetzt natürlich mit den Leuten, die hier als Avatar wären, interaktiv zum Beispiel Dinge erklären oder letztendlich auch diskutieren, was da jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und wenn ich jetzt hier VR drin erkläre und AR, dann sieht das so aus, dann habe ich hier Szenarien, wo halt Leute VR-Brillen anhaben oder wo entsprechend AR-Devices genutzt werden und ich da letztendlich Dinge interaktiv erklären kann. Was man natürlich auch machen kann, ist schnöde Präsentationen, wenn man das will, und PowerPoint-Slides und so weiter. Das kann man natürlich auch machen. Man kann hier vorgefertigt Slides importieren und kann dann dort zum Beispiel sagen, ich will jetzt die Slide hier auf dem Display anzeigen und habe jetzt hier eine riesen Leinwand, wo man letztendlich Inhalte präsentieren kann und den Leuten Dinge natürlich erklären kann. Das Haus ist ja mehrstöckig. Das heißt, es gibt natürlich auch einen oberen Bereich. Und im oberen Bereich gibt es einmal einen Meetingraum mit Funktionen, aber es gibt zum Beispiel auch eine Art Vorlesungssaal und einen Vortragssaal. Und hier habe ich eine Bühne. Und hier können jetzt zum Beispiel Zuhörerinnen und Zuhörer als Avatar sein und können mir jetzt hier kollaborativ zuhören. Und daher gehe ich mit den Leuten in Workshops-Raum und mache mit denen interaktive Workshops. Und das ist ein Teil, was natürlich sehr spannend ist, weil ich kann gerade heute zu der heutigen Zeit Corona, soziale Distanzierung, wenn der Avatar neben mir steht, dann kann ich Nähe generieren, Emotionen generieren. Ich kann die Leute die Hand geben virtuell, ich kann abklatschen, wenn irgendwas ist. Und so gibt es da ganz verschiedene Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch Sachen wie zum Beispiel 3D-Objekte, dass man hier jetzt eine Library hat von 3D-Objekten, wenn man Dinge erklären will im Lernbereich und einfach dort Settings bauen will, dann kann ich mir diese 3D-Objekte rausholen und kann diese 3D-Objekte auch wieder manipulieren und kann die verbinden und hier irgendwelche Raum einbringen. Und so gibt es da ganz viele Möglichkeiten. Ich habe mir gedacht, ich zeige mal live, wie heute Kollaborationswelten aussehen, welche Möglichkeiten es gibt. Und natürlich gibt es auch PIN-Karten noch. Wer PIN-Karten haben will, da ist es jetzt so, man kann sogar drauf sprechen. Das kann ich jetzt leider nicht, weil die Übertragung das nicht zulässt. Aber Sie müssen sich vorstellen, ich klicke einfach das Mikrofon an, spreche meinen Text und dann wird der Text erkannt, hier drauf geschrieben und kann die PIN-Karte zum Beispiel auch an die Wand kleben oder an 3D-Objekte heften und die bleibt da dran stehen. Erstmal vielen Dank, ich freue mich auf die Diskussion. Ich bin nachher in Wandermi und ich bin jetzt erstmal wieder zurück in der Realität. Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, das sehr kurzweilige Programm, das finde ich super mit diesen Impulsvorträgen. Insofern springe ich da jetzt auch direkt rein. Weltenmacher, wir machen VR-Trainings und sitzen in Düsseldorf, Startup, mittlerweile allerdings auch schon wieder 4 Jahre alt und machen eben Trainings in unterschiedlichen Bereichen. Ganz kurzer Überblick, zum Beispiel machen wir Trainings im medizinischen Bereich für Patienten, für Ärzte, Pflegekräfte. In einem Beispiel hier für Dialysepatienten werde ich gleich mal kurz reindippen. Wir machen aber auch Blended Learning Szenarien, wie Uwe Katzke das gerade auch gesagt hat, ist nur, weil wir VR haben, das jetzt nicht der heilige Gral. Es gibt viele Dinge, die können wir deutlich besser mit traditionellen E-Learnings abbilden. Da arbeiten wir in der Ausbildung für Azubis mit Cornelsen, der Cornelsen Academy, sehr eng zusammen. Gehe ich auch ganz kurz drauf ein. Wir haben viele Trainings gemacht und daraus ist jetzt letztendlich ein Framework entstanden und mit jedem Training, das wir machen, wächst das und gedeiht das weiter.
Heißt, wir haben natürlich ein didaktisches Konzept entwickelt und immer wieder überprüft. Daraus haben wir jetzt auch User Interface Design, User Experiences entwickelt, die auch funktionieren. Teilweise haben wir 70, 80-jährige Patienten, die großen Spaß haben, sogar wenn sie in der VR-Anwendung sind, also der Motivationsfaktor dazu kommt. Ja, und dann haben wir auch, wir nennen es Intelligent Trainer, Learning Analytics. Das schlägt dann jetzt natürlich die Brücke zu dem Thema AI, künstliche Intelligenz. So, wenn wir uns das Thema hinzuleiten zu der künstlichen Intelligenz, was haben wir für unterschiedliche Lerntypen? Und hier ein Bild, wie wir es alle kennen, wir alle waren in der Schule, das Konzept Frontalunterricht, hunderte von Jahren alt. Und ja, wir wissen aber auch, dass es keine zwei Lerner gibt, die gleich sind. Für die Informationsverarbeitung und Aufnahme, die ist anders. Und ein echter Lerner, der weiß, wie er darauf einzugehen hat. Insofern wissen wir auch, dass ein Einzelunterricht natürlich an vielen Stellen, an den meisten Stellen deutlich effektiver ist. So, das Thema, das wir haben, ist, dass die Schwachen, die bremsen die Guten aus. Und die Guten, die andersrum, haben die Schwachen aber auch ein Problem, weil sie frustriert sind, weil sie sagen, hey, da komme ich ja eh nicht. Und das kriegen wir im Klassenraum nicht adressiert. Guter Lehrer weiß, wie er das macht. Und mit einer KI können wir das adressieren. So, das heißt, dass wir also der Lehrer, der weiß, wie er den einzelnen Lerner eben einzuordnen hat. So, er sammelt Daten. Er versteht den Kenntnisstand des jeweiligen Lerners und dementsprechend behandelt er jeden Lerner dann auch unterschiedlich. So, und genau das machen wir uns jetzt auch zunutze. Das kann man natürlich beliebig weit führen und beliebig komplex führen. Man muss sagen, wir sind da auch noch am Anfang einer sehr, sehr langen Reise. Das ist überhaupt keine Frage. Aber unser Ziel ist es, dass die Leute eigenständig lernen können mit dem Approach. Dazu brauchen wir Daten. Und hier mal einen Rückblick. Wir haben eine kleine Evaluation gemacht mit gut 20% in Kliniken in Deutschland und in der Türkei. War ein medizinisches Training. Und das wurde am Ende überprüft. So, wir haben die Leute abgeschnitten. Kann ich jetzt aufgrund der Zeit natürlich nicht im Detail drauf eingehen. Aber man sieht hier rechts auf der Seite, der graue Balken zeigt, wie viele Schritte richtig gemacht werden konnten. Und dementsprechend sieht man also auch, dass die VR-Gruppe mehr Schritte richtig gemacht hat als die traditionelle Gruppe. Wir haben aber auch gelernt, in Task 3 sieht man das, dass wir mit VR auch nur etwas über 50%, also die Lerner haben nur etwas über 50% dieser beiden Schritte richtig gemacht. So, das hat uns gezeigt, dass wir unsere Software auch nochmal verbessern konnten, unser User Interface, und wir die Leute noch besser in die Hand nehmen konnten. So, das hier war eine händische Evaluation. Aber wir konnten immerhin sehen, die Leute machten deutlich weniger Fehler und ganz wichtig, sie waren auch fühlten sich deutlich sicherer in der Realität. Sehr ähnliches Ergebnis hatten wir jetzt auch mit der Cornelsen Academy und Corenta für Azubis. So, wenn wir das jetzt in unsere Trainings implementieren, dann bekommen wir diese Informationen natürlich automatisch, können sie generieren zumindest, je nachdem, ob wir das in unser Training eben einbauen und ob es datenschutzmäßig ob wir es dann auch verwenden dürfen. Aber das führt dazu, dass zum einen die Software hingehen kann und eben adaptiv auf die Anforderungen des jeweiligen Lerners eingehen kann. Auf der anderen Seite hilft das natürlich auch dem Lehrer oder dem Trainer nachher extrem zu sehen, du hast offensichtlich immer Probleme hier mit dem Auslaufbeutel, dann gucken wir uns das nochmal an. Wie ich gerade geschildert habe, wenn wir diese Informationen haben, dann wissen wir natürlich auch, hey, die Leute haben immer wieder Schwierigkeiten mit einem bestimmten Punkt, hey, da können wir nochmal besser werden. Und wenn das alles nichts nützt, dann kann das unter Umständen auch nochmal dazu beitragen, dass wir die realen Prozesse anschauen und mal und sagen, da immer wieder die Leute Probleme mit haben, gucken wir doch mal, ob wir das eventuell verbessern können. Ja, das als kurzer Rundumblick zum Thema VR und KI. Ja, mein Name ist Benjamin Ulzhammer, kann man hier unten erkennen.
Ich komme vom XR Hub Nürnberg. Oh, sogar Partyhütchen gibt es. Das mag ich sogar noch mehr. Partyhütchen sind noch besser. Das ist totale Euphorie. Ich sehe gerade, wie jemand jubelnd im Wohnzimmer quasi auf und abschreitet und Stürme. Sehr schön. Ja, schön, dass ich hier sein darf und ein bisschen was erzählen darf. Jawohl, die Hand geht hoch. Grüße. Schön, dass ich hier sein darf. Danke ans Leonardo und an die TH für diese Kooperation. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Ich freue mich über die vielen Teilnehmer. Und ich möchte einfach ein bisschen erzählen, was ist eigentlich der XR-Hub, weil ich glaube, vielen ist das noch kein Begriff. Ich habe aber auch etliche bekannte Gesichter gesehen. Wir vom XR-Hub sind ein Team aus 4 Leuten. Den XR-Hub gibt es seit Anfang 2020, also jetzt seit knapp über einem Jahr. Das ist die Julia Wittmann, meine Kollegin, die ist auch hier in den Zuschauerreihen, die Inti Strauß vom NIC e.V., der Markus Pietsch von der Wirtschaftsförderung Nürnberg und meiner einer. Was habe ich ein bisschen vor? Ich will ein bisschen was über die Entstehung erzählen, was der XR-Hub überhaupt ist, welche Firmen wir schon in dem XR-Hub-Netzwerk haben und dann gehe ich ein bisschen auf Technologie ein und warum wir glauben, dass XR eine total coole Sache ist und warum das sich in Zukunft eigentlich so in den Mainstream durchsetzen wird. Nürnberg ist ein großer Standort, also wir haben ziemlich viele IT-Firmen hier in Nürnberg, das heißt, da wurde vor vielen, vielen Jahren der NIC e.V. gegründet oder das Netzwerk der Digitalwirtschaft, wo die ITler sich alle untereinander austauschen in der Region. Und es ist dann passiert, dass im Laufe der Zeit quasi viele Startups, die XR quasi machen wollten, entstanden sind und man hat sich irgendwann gesagt, irgendwie müssen die sich austauschen, Erfahrungen sammeln und sich irgendwie gegenseitig unterstützen. Und deswegen gibt es seit 2017, gab es dann so ein sogenanntes VRNÜ-Unternehmensnetzwerk, wo sich einfach Leute drum gekümmert haben, die Wirtschaftsförderung, die IHK und der NIC e.V., damit sich quasi die Unternehmen miteinander vernetzen und quasi austauschen können an diesem doch recht, in Anführungszeichen, frischen Boom in den Markt. Es gibt regelmäßige interne Treffen, also bis heute. Also das heißt, wir treffen uns so 3 bis 4 Mal im Jahr, also alle Unternehmen, die in diesem Netzwerk sind und tauschen sich gegenseitig auf, überlegen sich Initiativen. Wir überlegen uns Events, so wie zum Beispiel heute. Das heißt, es war VR in Nürnberg 2017, es gab einen VR-Day und zum Beispiel 2019 gab es dann im Südwestpark eine komplette XR-Expo, also das heißt, da konnte man alle Unternehmenslösungen der Region quasi an einem Tag gebundelt in Kombination mit Vorträgen anschauen. Haben wir in diesem Jahr auch wieder geplant, also das heißt geplant im Juli, im Sommer. Sollte es quasi nicht vor Ort gehen, werden wir dann gewisse Hybrid-Events starten, um dann quasi Unternehmenslösungen zu präsentieren aus dem Netzwerk. Also das heißt, das Thema ist schon sehr alt und man hat dann irgendwann gesagt, okay, das muss man irgendwie professionalisieren, ein bisschen auf größere Füße stellen. Und folgendes Konstrukt ist entstanden. Der XR Hub Nürnberg ist Teil vom XR Hub Bavaria. Das heißt, das Bayerische Staatsministerium für Digitales hat gesagt, Bayern soll der Standort für XR-Lösungen sein. Und wir wollen einfach, dass das alles irgendwie bekannter wird und einfach mehr in die Masse kommt, weil es da lauter geniale Beispiele für gibt. Deshalb gibt es ein Förderprojekt über 2 Jahre erstmal, also bis Ende 2021 mit dem XR Hub Bavaria. Wo ein Unterpunkt der XR Hub Nürnberg ist. Das heißt, der XR Hub Bavaria hat 3 Standorte, einmal München, einmal Nürnberg und einmal Würzburg. Ja, wo siedelt man den Nürnberger Punkt an? Hat ganz viel Sinn ergeben an die Wirtschaft, an quasi den NIC e.V., das ist quasi die Mutter, da wo alle IT-Firmen sind, das passt technologisch gut dazu, deswegen sind wir beim NIC e.V. mit aufgehangen im vorhandenen Netzwerk und wir werden mit etwas Zeit und mit Geld von der Nürnberger Wirtschaftsförderung auch noch mit unterstützt und gefördert. Ja, die Standorte Würzburg, da ist der Standort, also der Nürnberger Standort hängt an NIC e.V., der Würzburger Standort hängt an der Universität Würzburg. Also das heißt, da ist eher der Fokus auf Forschung und Entwicklung. Was jetzt nicht heißt, jetzt sind wir bei einem TH-Event, ne? Das heißt jetzt nicht, dass man da alles miteinander vernetzen darf. Also das heißt, die Uni Würzburg hat bei uns mehr den Fokus auf Forschung. Wir Nürnberger sind mehr die Vernetzer und die Münchner sind die zentrale Anlaufstelle und auch für die Internationalisierung und so weiter zuständig. Wir haben aber alle miteinander zu tun und es gibt viele Wege. Wir versuchen einfach, die richtigen Leute miteinander zu verbinden. Ja, was haben wir für Ziele konkret? Und die wurden ausgemacht. Wir wollen halt Unternehmen einen einfacheren Marktzugang ermöglichen. Also das heißt, wenn jemand was starten will, dass die Leute da bekannt werden, bei einem Event sprechen und einfach nach vorne kommen. Wir wollen das Thema überregional sichtbar machen. Wir wollen den Austausch fördern untereinander. Wenn dann zum Beispiel kommt, hat mal jemand so eben 5 HoloLens 2 rumliegen, ich muss mal was testen, dann muss man die sich vielleicht nicht selber beschaffen, sondern kann sich austauschen. Und wir wollen natürlich das Netzwerk ausbauen, dass sich neue Projekte ergeben, also dass Leute miteinander arbeiten.
arbeiten und quasi ja neue Sachen entstehen oder neue Produkte entstehen, neue Lösungen entstehen. Welche Fokusbranchen haben wir? Es gibt zu jeder Branche eigentlich, haben wir bisher schon Events gemacht, es kommen noch ein paar dazu. Wir haben Industrie, Automotive, wir hatten schön dieses Beispiel mit der Roboterprogrammierung, wir haben Gesundheit, Inklusion, hatten wir auch schon schöne Beispiele. Tourismus und Kultur haben wir gerade auf der Fahne, das heißt, wie mache ich virtuelle Rundgänge, 360 Grad und so weiter. Games, Animation, da kommt das Ganze her, das ganze VR-Gaming. Wir haben Handel, also Sales, Marketing, wie kann ich diese Instrumente verwenden. Architektur, Design, das heißt virtuelle Immobilienführungen und sonstige Dinge oder komplettes Design von Produktionshallen planen, obwohl sie noch gar nicht, keine Schraube bewegt wurde, niemand etwas getan hat. Und natürlich den Bereich, den wir jetzt hatten in dem Blog, der ganze Bereich Education, der natürlich da auch dazugehört. Also das heißt, wie arbeiten wir in der Zukunft zusammen? Ja, unser Netzwerk, wie groß ist das? Im Grunde haben wir derzeit 45 Einrichtungen oder Firmen, Startups oder XR-Abteilungen auf unserer Liste. Das heißt, es geht los von einer FAU über eine TH, mit denen wir zusammenarbeiten aus dem Forschungsbereich und der Lehre, bis hin zu einer Siemens Healthineers, die ganz oben quasi ganz viel mit XR machen, aber eher intern quasi für sich. Oder einer Schaeffler, die XR-Sachen haben. Das heißt, es ist eine lange Liste mit unterschiedlichem Fokus, einmal mit Fokus Marketing, manchmal mit Inklusion, manchmal eher mit Marketing-Fokus, also die Welten verschmelzen da. Es ist aber mittlerweile eine sehr große Liste an Unternehmen von Startup bis ganz groß. Was wir versuchen, wir sind die Vernetzer. Das heißt, wenn wir irgendwie, wir kriegen eine Anfrage, ich bräuchte einen Unity-Entwickler oder hat jemand eine Lösung da und dazu, ich mache mir Gedanken, wie starte ich und so weiter, dann sind wir die Vernetzer und versuchen, die richtigen Leute an die richtige Stelle zu bringen. Das Ganze gibt es ganz einfach mittlerweile als Google Map. Also das heißt, ich habe schon eine kleine Linksammlung vorbereitet. Wenn mein Vortrag fertig ist, knalle ich die einfach in den Chat rein. Ich bin da manchmal so ein kleiner Tim Melzer. Ich habe das alles schon vorbereitet quasi. Ich habe das alles schon vorgekocht. Das werfe ich dann einfach da rein und dann könnt ihr einfach da reinklicken. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht mühevoll Screenshots gemacht oder so. Bringt alles nichts. Bei mir gibt es alles direkt als Doku hinterher. Ja, ein paar Projekte habe ich rausgegriffen, dass ihr euch einfach anschauen könnt, was passiert da so oder was passiert in unserem Netzwerk. Einfach mal klassisch Playmobil-Katalog von den Realtime-Labs. Ja, Playmobil-Katalog ist schön, man blättert den durch, man schaut sich den an und dann sieht man toll 2D-Figuren, total langweilig, total schnöde. Das heißt, die haben eine App gebaut für Playmobil. Das heißt, man geht, ich spule einfach ein bisschen, man geht quasi mit dieser App auf die einzelnen Seiten von Playmobil. Man sieht jetzt hier zum Beispiel das Playmobil Traumschiff oder Kreuzfahrtschiff, Panama-Schiff. Man geht da drauf. Das Kind kann hingehen mit seinem Tablet oder mit seinem Handy. Es drückt auf das Playmobil-Männchen und dann passiert eine Animation, eine Geschichte passiert und man sieht, wie das Ganze in Real aussehen könnte und welche Spielmöglichkeiten man hat. Jetzt kann man sich als Vater natürlich fragen, ne, so ein Playmobil-Katalog durchblicken, da sagt das Kind schon, oh, will ich haben. Da kann man auch sagen, ah, nee, das sieht bestimmt nicht so schön aus in Real und da kann man gar nicht so viel mitmachen und das braucht man nicht. Ja, wenn das Kind dann 20 Minuten in Augmented Reality dann schon mit Playmobil gespielt hat, dann wird auch die Argumentationskette, warum man das Schiff jetzt nicht braucht, ziemlich schwer. Also sehr schönes Sales- und Marketing-Instrument und dass auch dieses Papier einfach mal ein bisschen lebendig wird und einfach nicht so rumsteht. Ein zweites Beispiel habe ich mitgebracht von der Inclusify AG. Geht darum, mich nervt immer so ein bisschen, dass dieses Virtual Reality, Augmented Reality immer so aufs Visuelle quasi reduziert wird. Es geht aber um wesentlich mehr. Es geht um Hören, es geht um Fühlen, es geht vielleicht auch irgendwann mal um Riechen und Sonstiges. Und die Inclusify AG hat für das St. Pauli Museum Folgendes gemacht. Die haben mit der HoloLens eine Lösung geschaffen, dass auch ja blinde oder seheingeschränkte Leute ein Museum erleben können, quasi mit komplettem Audio-Guide und Audio-Elementen und räumlichem Klang. Das heißt, jemand, der nicht richtig sehen kann oder eingeschränkt ist, geht da rein mit der HoloLens. Er bekommt einen Audio-Guide, er bekommt erklärt, wo er gerade ist im Raum, was man da sieht. Er bekommt Original-Stadionsprechertexte, er bekommt die Moderationen, er bekommt quasi ein Audio-Erlebnis. Und so ist es auch möglich, Leute quasi mit in dieses Museum reinzubringen und quasi jegliche, ja,
Gruppe an Menschen quasi zu integrieren. Ein schönes Beispiel, dass diese Technologien die Chance bieten, ja, alle in der Gesellschaft irgendwie zu inkludieren. Wir haben es von Training und Sachen, deswegen mache ich den Trailer gar nicht so lang. Ich habe ein Beispiel von der Cycuria. Ja, man kann durch die ganze Welt chatten und eine Einweisung kriegen, wie man eine Maschine zusammenbaut, oder man kann auch 100 Mal erklärt der Ausbilder jede Woche 20 Mal das Gleiche, oder man kann das einfach direkt interaktiv gestalten. Das heißt, hier haben wir ein Beispiel von einem Prototypen für so einen Fahrradbauer. Das heißt, man kann da schön das Fahrrad zusammenschrauben. Man sieht, welche Schrauben muss ich machen, was muss ich prüfen, wie ist die Checkliste. Und auch sowas ist natürlich ein ganz anderer Mehrwert, oder es bleibt wesentlich mehr hängen beim Lernen, als wenn ich einfach nur eine Checkliste durchführe und mir zeigt es einer. Wenn ich da selbst hands-on habe, vorher schon komplett das ganze Ding einmal zusammengebaut hat, hat es natürlich eine ganz andere Qualität bezüglich Lernen. Ja, und last but not least noch ein kleines Beispiel von der NeoBird und der Factor 6. Ich habe, wie gesagt, nur kleine Beispiele dabei. Ich habe jetzt kein Projekt, das 80 Millionen kostet und dann ein AAA-Game dabei rauskommt, sondern einfach kleine Use Cases, die sehr spannend sind. Und zwar ging es darum, dass man für die Mobilität in Altenheimen sorgen möchte. Und dann ist man auf die Idee gekommen, man schickt quasi die alten Leute einfach in eine VR-Anwendung und simuliert einen Jahrmarkt aus den 70ern oder 60ern. Also wo sie früher auf dem Jahrmarkt waren, und lässt sie einfach auf dem Jahrmarkt spielen. Also das heißt irgendwie, hau den Maulwurf oder was das ist, wie das früher hieß, wo man drauf kloppt und dann einfach hier so Luftballons wegschießt und solche Sachen. Und das Schöne ist, man hat dabei festgestellt, dass wesentlich mehr Bewegung einfach im Spiel ist und dass wesentlich mehr passiert. Also ganz spielerisch kommen die Leute in eine Mobilität, ohne es zu merken. Und das ist natürlich auch abgefahren und ein schönes Erlebnis. Wenn man das Ganze jetzt natürlich wieder ein bisschen weiterspinnt, man könnte das adaptieren für die Gesundheitsbranche. Man sagt zum Beispiel, man geht in die Therapie, man könnte jetzt Phobien therapieren, wie zum Beispiel, ich habe eine Spinnenphobie, da könnte man die Leute an Sensoren anschließen. Man simuliert quasi, dass die Spinnen kommen, man misst, wie die Reaktionen darauf sind und kann quasi per Knopfdruck die Leute wieder rausholen aus dem Ganzen. Also auch da gibt es Lösungen in Therapieform, mit Flugangst, mit sonstigen Dingen, die schon in der Welt erfolgreich quasi verwendet werden. Das waren ein paar kleine Beispiele. Wir haben in unserem ganzen Netzwerk noch massig weitere Beispiele, wo Leute Plattformen bauen, wo es ziemlich einfach ist, Objekte in AR zu kriegen mit einer Plattform, ohne dass ich große Entwicklungskenntnisse haben muss und so weiter. Oder es geht dahin, Lösungen, ich will einen digitalen Messestand bauen oder als Avatar eine Präsentation halten. Was wir auch sehen, haben wir ein Startup mit drin, das quasi eine Avatar-Präsentation möglich macht. Also all das bewegt sich in unserem Netzwerk. Ja, was unser Ziel ist, wir versuchen innerhalb dieser 2 Jahre Mods Wirbel zu machen um XR und VR und AR und was es alles Cooles gibt, und dass das die Technologie der Zukunft ist, damit dieses Projekt ein bisschen länger läuft und wir weiter pushen können am Markt. Ich sage einfach, warum bin ich überzeugt, dass diese Technologie sich durchsetzen wird und was ist so ein bisschen die Future? Im Grunde geht es darum, wir stellen immer mehr fest, es gibt Social VR. Also das heißt, ich habe ein Beispiel, Allspace VR ist von Microsoft, kostet kein Geld. Ich kann hingehen, ich erstelle meinen Comic-Avatar und ich kann mich quasi gemeinsam treffen. Geht sowohl in der VR-Brille als auch im Browser. Also auch für die Leute, die noch kein VR-Equipment haben, kann ich da schon mal mit diesem, ja, Second Life Sims-Feeling quasi mitmachen. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe mit meinen Auszubildenden neulich ein Meeting gehabt auf einem virtuellen Basketballplatz. Also das heißt, wir haben Basketballkörbe geschmissen und haben uns dabei unterhalten. Ist ein ganz anderer Meeting, ganz andere Meeting-Kultur, einfach mal was anders. Auch WBS LearnSpace 3D habe ich hier von TriCat, die Lösung, wo ich wirklich Konferenzen halten kann, wo ich mit meinem Avatar durch Räumen laufe. Oder auch Thorsten Fell, was er gezeigt hat, Hammer. Das ist ein ganz anderes Erlebnis, nicht hier in diese langweiligen, komischen Zoom-Fenster gucken und sich denken, was ist das hier für ein Typ, der aus der Sauna hier irgendwie in 2D was über die XR-Zukunft erzählt. Also vollkommen Banane hier. Ja, und last but not least, es wird natürlich alles immer, ja, intelligenter und charmanter. Spannend war da eine Ansprache vom israelischen Präsidenten. Das heißt, der hat seine, ja, Independence Day-Ansprache quasi ins Wohnzimmer von jedem Bürger gebracht und man konnte dann in AR ihn quasi in der Umgebung in seinem Wohnzimmer sehen, haben natürlich ganz viele Selfies gemacht mit
dem Präsidenten. Smart Glasses sind auf der Front. Apple hat es angekündigt, irgendwann kommen Apple Smart Glasses. Es wird halt so passieren, dass ich im Grunde vielleicht statt einer Apple Smartwatch, wo ich meine Infos bekomme, vielleicht irgendwann auf Brille quasi meine Informationen bekomme. Das heißt, ich schaue nicht mehr für Navigation aufs Handy, sondern ich kriege auf der Brille die Informationen. Ich kann vielleicht irgendwann mit der Hand steuern das Ganze. Das heißt, die Welten verschmelzen auf einer Größe eines Brillenmodells irgendwann. Wenn Apple da natürlich Gas gibt oder Facebook, was ich hier noch mit dabei habe, die haben natürlich die entsprechende Masse und dann könnte das Ganze sehr schnell massentauglich werden und für den Durchbruch sorgen. Auch spannend, Facebook Quest 2 Infinity Office. Ich kann mir Fenster, mit denen ich arbeite, anzeigen lassen und ich kann selbst mit einem Schieberegler entscheiden, wie viel virtuelle Welt will ich haben und wie viel Augmented Welt will ich haben. Also ich kann mir meine Mail-Programm und mein, was weiß ich, anderes Programm einfach in die reale Welt einblenden und wenn ich sehe, die Kinder nerven mich hinten dran, mache ich meine virtuelle Schublade runter und bin einfach wieder auf der virtuellen Insel, auf der ich gerne bin und meine Ruhe habe. Ja, und was noch kommen wird, ist natürlich, dass die Welt aufgenommen werden muss. Das heißt, irgendwie Geräte, die Objekte aufnehmen und recht schnell reinkriegen. Dann ist es natürlich so, wenn wir ein komplettes virtuelles Abbild der Welt haben, dann wird sich das durchgängig durchsetzen. Wie ich gesagt habe, ich bin nicht nur der Mensch für Sehen und Hören. Ich habe hier was mit Fühlen. Ich habe hier die Haptik-Gloves, wo man, wenn man ein Steinchen nimmt, einen virtuellen, kriegt man mit, wie schwer ist der wirklich, wie bewegt er sich. Ich habe einen Tesla-Suit, wenn ich in einem Ballerspiel bin, ich kriege einen Schuss ab, tut es wirklich weh. Wir haben ein Soundshirt, das heißt auch wieder für Gehörlose dann. Gibt in der Hamburger Elbphilharmonie hat ein Orchester ein Konzert gespielt. Und man hat Gehörlose hingesetzt, hat ihnen dieses Soundshirt gegeben und es wurde live quasi über Vibrationsfelder der Sound wiedergegeben. Also wer da interessiert ist, dass die quasi diese Musik fühlen können, auch wieder ja eine Integration. Wir haben so Treadmills, das hatten wir auch schon gesehen in einem Städteplanungsvortrag, wo ich dann laufen kann. Wir haben Feel Real, wo ich irgendwann mal riechen soll, wo ich Kälte spüren soll und so weiter, vielleicht in VR. Und zwei Beispiele, die ich dabei habe, damit das Ganze nicht unrealistisch ist. Ich habe einmal den Kissinger und einmal die sogenannten Teledildos. Dass beim Kissinger ist es so, ich habe einen Aufsatz fürs Handy. Mein Partner, der remote ist, hat auch unten diesen Aufsatz. Und wenn ich dann quasi küsse auf diesem Feld, wird meine Kussbewegung 1:1 quasi auf die andere Seite remote übertragen. Der andere spürt quasi diesen Mund 1:1 und ich kann quasi remote küssen und sich gegenseitig fühlen. Also auch dieses Erlebnis mit Fühlen und Erleben geht über weite Distanzen in Echtzeit. Und wenn das die Sexindustrie hinkriegt, dann können wir uns vorstellen, wir treffen uns nicht irgendwie nur mit Avatar, sondern Hände schütteln, berühren und vielleicht weitere Dinge tun, wird sich irgendwann erweitern, sodass ich vielleicht irgendwann gar nicht mehr weiß, muss ich da wirklich vor Ort sein oder eben nicht. Ja, folgt uns gerne auf Social Media. Wir machen regelmäßig Veranstaltungen. Wir sind überall in LinkedIn, Xing, Facebook, Meetup-Gruppen und so weiter. Wir sind in Social Media unterwegs, gar nicht so schlecht. Auch wenn ihr in Instagram zum Beispiel irgendwie mal Animationen verwenden wollt, könnt ihr nach XRHubNü suchen quasi. Wir sind mittlerweile Giphy-Millionär, habe ich festgestellt, weil es gibt wohl ganz wenige GIFs zu Virtual Reality. Also auch da verwendet das einfach, dass jeder mal so eine Brille sieht und irgendwie das Ganze macht. Auch da sind wir sehr stark unterwegs. Die nächsten Events, wer Lust hat, mit uns in Kontakt zu bleiben oder vorbeizuschauen, wir haben wieder das nächste interne Netzwerktreffen mit unseren Mitgliedern. Mitgliedschaft kostet nichts, man muss nur sagen, man produziert XR und hat Interesse daran, gerne bei uns melden. Haben wir am Dienstag, den 16.02., wo wir wieder drüber diskutieren und für die Öffentlichkeit gibt es eine Veranstaltung am 23.02. AR, VR und MR in Kunst, Kultur und Tourismus. Das heißt, da stellen Leute vor, wie kann ich ein Museum attraktiver machen, wie funktionieren 360-Grad-Rundgänge, wie kann ich Stadtführungen anders machen. Das heißt, da haben wir 4 Speaker, die einfach erklären, wie man Kunst, Kultur und Tourismus so auf die nächste Erlebnisebene heben kann oder sogar, wenn man nicht ins Museum kommt, wie kriege ich das digital nach Hause? Ja, Links zu allem habe ich hier, wir sind die zwei Kollegen, mein Name ist Benjamin Ulsamer, heute live aus dem Wellnessparadies der Südstadt Nürnberg. Meine Kollegin Julia, weiß ich nicht, sitzt glaube ich gerade in Rot, ich glaube nicht im Wellnessparadies, aber wir sind beide sehr gern Ansprechpartner.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und poste jetzt meine Links und stehe den ganzen Tag für Fragen im Chat zur Verfügung und bin auch noch im Wonder. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, vor allen Dingen vielen herzlichen Dank, dass ich zwei Vorträge halten darf. Und das sind eigentlich keine Vorträge von über schon konkrete fertige Anwendungen, sondern ich bin ganz froh, ich wollte heute den Termin nutzen, um zu pitchen und Partner zu suchen, also Technologiepartner zu suchen, die uns bei der Realisierung beider Projekte helfen. Und deswegen finde ich es super gut, dass ich da beide Dinge vorstellen kann. Ich stelle nur stellvertretend für ein Team vor. Ich will noch nennen, bei uns im Team arbeiten sowohl Bramwell Omondi, Julian Kreimeier und Livia Butke mit, in beiden Projekten mit. Und die Kolleginnen und Kollegen sind auch heute hier anwesend und später dann auch noch, stehen auch noch zur Diskussion bereit. Worum geht es bei uns im Wesentlichen? Also im ersten nachvollziehbar wollen wir gerne das Problem aufgreifen, dass die Forderung nach Transparenz Information und Nachhaltigkeit in Wertschöpfungsketten jetzt in der gesellschaftlichen Diskussion immer lauter wird. Und die Frage ist, wie kann man sowas umsetzen? Und der politische Druck wird auch auf Unternehmen immer stärker. Es gibt inzwischen einige nationale, europäische und auch internationale Gesetzesinitiativen, die einfach Unternehmen vor die Not stellen, da zu arbeiten und sich diesem Problem zu widmen. Und wir sehen in der digitalen Transformation die Möglichkeit, nicht nur das, was innerbetrieblich gerade stattfindet über VR, AR, XR-Anwendungen, die wir ja heute Vormittag schon wunderbar gesehen haben, in verschiedenen Kontexten, sondern wir sehen auch die Möglichkeit, diese digitale Transformation über die Unternehmensgrenzen hinaus zu nutzen. Das waren so die Hintergründe, die uns dazu geführt haben, mal einen Ansatz in die Diskussion zu werfen, wo wir einfach die betrieblichen Zahlen und Informationen mit den realen Gegebenheiten von Zulieferern, von Partnern in Wertschöpfungsketten zu verbinden und sichtbar zu machen. Und darüber hinaus möchten wir gerne diese Wertschöpfungsketten dann auch, die dann entstehen, die dann sichtbar werden, so detailgetreu, praxisnah und nachvollziehbar visualisieren, damit man damit dann auch was arbeiten kann, weil der Dialog über Nachhaltigkeitsaspekte, der wird heutzutage noch immer über Nachhaltigkeitsberichte geführt. Und Sie sehen, ich gehe jetzt schon tief in so einen Projektkontext rein, damit Sie verstehen, was wir ganz konkret vorhaben. Und ich zeige jetzt mal einen kleinen Film, den ich gemacht habe, und ich hoffe, der ist sichtbar. Wir würden gerne über eine T-Shirt-Wertschöpfungskette arbeiten und eine App zugrunde legen, die dann diese Wertschöpfungskette darstellen kann, uns hilft, verschiedene Wertschöpfungsstufen hinsichtlich Material, genutzten Materiallisten, aber auch hinsichtlich Zulieferer in den Regionen, in den Sektoren, in den Branchen entsprechend sichtbar zu machen und da dann auch helfen, eine Risikoanalyse entsprechend von Kriterien, die wir zusammen dann mit Unternehmen entwickeln, dann nutzbar machen. Und ein Vorteil von so einer App, von so einem visualisierten Wertschöpfungskettenansatz wäre zum einen eine Risikoidentifizierung für Unternehmen zu ermöglichen, Schulungsbedarfe bei Zulieferern, bei entsprechenden Risikozulieferern auch zu identifizieren, eine Lieferantenentwicklung zu betreiben und vielleicht auch einen vereinfachten Tracking-Ansatz zu ermöglichen, weil Sie können sich vorstellen, Wertschöpfungsketten, gerade hier bei so einem simplen Produkt wie T-Shirts, die spannen sich natürlich auf. Da ist dann nicht nur ein Baumwollhersteller, sondern hunderte von Baumwollherstellern verteilt über ganze Regionen auf der Welt. Die Garnherstellung, Textilherstellung und das Färben sind weitere Prozesse, wo dann letztlich unterschiedliche Partner zusammenarbeiten, um dann am Ende des Tages bei uns das T-Shirt auf den Markt zu bringen und dann auch verkaufbar zu machen.
Ja, die Herausforderungen sehen wir zum einen nicht nur auf der technischen Ebene, aber auch vor allen Dingen die inhaltliche Komplexität mit so vielen Informationen, die wir entlang von Wertschöpfungsketten dann sammeln müssen, wie wir die dann sammeln, weil bisher gibt es hauptsächlich Insellösungen in Unternehmen zum Controlling von Transparenz in Wertschöpfungsketten. Es fehlen Plattformen, wo die Informationen zusammengeführt werden sollen. Und der Usability Case ist noch ein offener Punkt. Sie sehen, ich bin am Ende meines Vortrags angelangt. Wir haben im Januar diesen Jahres einen Hochschulwettbewerb gewonnen, wo wir ein bisschen Geld, ein bisschen Seed Money bekommen haben, um diese App mal auszuformulieren, und suchen jetzt Partner, mit denen wir das technisch realisieren können und da dann auch entsprechend weiterzukommen. Bei der zweiten Suche nach Partnern geht es um das Thema Urban Gardening. Also wir am NCT arbeiten ja zur Frage von Smart Cities. Und die Frage ökologischer Aufwertung von Quartieren spielt eine ganz, ganz große Rolle. Die Begrünung von Städten ist im Zusammenhang mit Klimaschutz eine der wichtigeren Herausforderungen. Und die Frage ist, wie wir die Begrünung entsprechend unterstützen können, den Planungsprozess bei der Begrünung entsprechend unterstützen können und die Partizipation von Bürgern und weiteren Stakeholdern in dem Zusammenhang nutzen. Und in dem Kontext haben wir mal so eine kleine Übungs-App gebaut. Ich hoffe, man sieht das hier. Da haben wir uns mal hingesetzt und haben mal so eine kleine AR-App gebaut, wo wir verschiedene Begrünungsalternativen mit ihren Vor- und Nachteilen eingepflegt haben, sodass man dort mal direkt reintauchen kann und beispielsweise Dachbegrünung oder gemeinsames Gärtnern in Quartieren, in Quartiergärten oder aber auch Fassadenbegrünung, wo man das mal simulieren kann, wie das aussieht und welche Effekte das jeweils hat. Aber eigentlich ist das nur so eine Art Zwischenlösung, weil wir im Wesentlichen noch zu einem anderen Punkt gehen wollen. Wir haben seit sehr kurzer Zeit bei uns am NCT die Möglichkeit, über Tracking-Methoden entsprechend in den Raum zu gehen und dann vielleicht über Augmented Reality-Ansätze bestimmte Stadtquartiere zu filmen, zu fotografieren und die dann zu nutzen für Begrünungsdiskussionen. Und da würden wir gerne mit verschiedenen NGOs, mit Unternehmen, mit Stadtplanern, mit Architektinnen, Architekten entsprechend diskutieren, wie wir so einen Ansatz weiterentwickeln können, wie wir den auch nutzbar machen können, um den dann in einem späteren Produktansatz für Städte beispielsweise zur Verfügung stellen zu können, damit die Diskussion um Urban Gardening nochmal einen richtigen Boost bekommt. Und in dem Zusammenhang arbeiten wir gerade dran an ersten Konzepten und ersten Überlegungen, wollen gerne einen Workshop vielleicht noch diesen Monat, nächsten Monat mit Unternehmen und anderen Partnern entsprechend durchführen, damit wir einfach mal so ein bisschen die Bedarfe abdecken und identifizieren können und hoffen dann ab 2021 einzusteigen in einen Ansatz in der App-Entwicklung. Ja, jetzt habe ich viel von Projekt-Ideen erzählt. Lade Sie ganz, ganz herzlich ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Schreiben Sie mir eine E-Mail, nehmen Sie Kontakt über LinkedIn auf oder diskutieren Sie nachher mit Julian Kreimeier, Livia Butke und Bram Mondi im Chatroom und wenn Sie Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten, würden wir uns sehr, sehr freuen. Dankeschön. Also tatsächlich geht es bei uns darum, um die Entwicklung besonderer Benutzerschnittstellen. Das betrifft jetzt nicht nur blinde Menschen, sondern meistens kann man das auch auf Menschen ohne Behinderung abbilden oder man kann das eben für andere Behinderungen auch anwenden. Insgesamt geht es bei uns um die Verknüpfung von realer mit virtueller Welt und Interaktionsschnittstellen dazu zu schaffen und die zu benutzen, dass man eben entsprechend interagieren kann in der virtuellen Welt.
Einleiten möchte ich es gerne mit einem Zitat von Ian Sutherland. Das ist einer der wegweisendsten Wissenschaftler, also einer der Gründerväter der Computergrafik und der Mensch-Computer-Interaktion. Und da hat es mal beschrieben, the ultimate display, das ist im Wesentlichen das, was wir als Ziel für die XR sehen. Das heißt, dahin soll die Reise gehen. Das ist das Endziel, dass da eben alles umgesetzt wird. Das heißt, alle Modalitäten sind eingebunden, nicht nur visuell. Er beschreibt hier einen Stuhl, auf den man sich draufsetzt, auf einen virtuellen Stuhl, der trägt einen auch zum Beispiel. Naja, das Ganze klingt so ein bisschen nach Holodeck oder wie er das so nennt, also es ist wie Alice im Wunderland. Und ja, da kann man sagen, naja, das ist noch ganz schön weit entfernt. Naja, wir sind auf dem Weg dorthin. Aber für Menschen mit Behinderung ist das noch viel weiter entfernt. Das wird für den Massenmarkt entwickelt. Naja, und wir arbeiten eben daran, dass die mit eingebunden werden. Und daraus kann man auch viele Sachen ableiten für Menschen ohne Behinderung. Naja, gut, dann wenn ich sage, wir machen VR für blinde Menschen, da blicke ich meistens in fragende Gesichter und wieso ausgerechnet für blinde Menschen, wie sollen die denn in VR irgendwas sehen? Naja, und das ist genau das Problem. XR ist viel mehr als Grafik, wir haben es vorhin gehört. Darum handelt es bei uns. Und ich habe jetzt mal ein paar Beispiele in diesem Themenkontext Menschen mit Behinderung zusammengepackt. Ich zeige Ihnen ein paar Videos und dann ist die Zeit ja auch schon um. Es geht erstmal um Erkundung räumlicher Objekte. Das heißt, ich kann virtuelle Objekte anfassen, erkunden und so weiter. Die habe ich vor mir. Und dann im Weiteren die Erkundung räumlicher Umgebungen. Das heißt, da bin ich in der Umgebung drin und kann mich da drin fortbewegen. Darüber hatten wir es auch vorhin. Also erstmal räumliche Objekte. Da sollten Sie was sehen. Und zwar erstmal, wie schaffe ich die Verknüpfung zwischen physischen Objekten und der virtuellen Welt? Das kann man mit Tangible Use Interaction machen. Das heißt, man hat tatsächlich Dinge, die ich mit dem 3D-Drucker zum Beispiel in einem Rutsch ausdrucken kann. Und über kapazitive Displays zum Beispiel kann ich damit interagieren. Das Ding lege ich auf das Smartphone oder Tablet oder Touchpad am Computer. Das wird erkannt und die Interaktion damit kann ich 3D-Objekte im virtuellen Raum manipulieren. Sowas kann ich zum Beispiel nutzen, um so eine Blindenkarte zu ertasten. Und die kann dadurch sprechen. Ich habe nicht nur das haptische, das taktile Feedback, sondern die kann auch sprechen. Sonst bräuchte ich jemanden, der mir das erklärt, denn taktil kann ich das alleine nicht erfassen. Das geht auch für 3D-Modelle, aber da reicht die Zeit heute nicht. Deswegen an der Stelle weiterspulen. Moment. Jetzt stürzt die Umgebung wieder ab. Einen Moment, heute geht alles schief. Das kann ich nutzen, um 3D-Objekte zum Beispiel zu verwenden, um die erfassbar zu machen. Ich erkunde das 3D-Objekt und kann dann eben zeigen, wie sich das auf 3D auswirkt. Ich zeige Ihnen noch schnell was. Wir haben so eine haptische Schnittstelle. Das sind Datenhandschuhe, die wir selbst entwickelt haben. Hiermit kann ich virtuelle Objekte ertasten und fühle eben das Objekt damit. Ja, das ist also ein weiteres Beispiel. Noch ein weiteres Beispiel, wir haben hier Force-Feedback-Handschuhe, können Grundrisse von virtuellen Gebäuden ertasten und eine Vorstellung entwickeln. Weiterhin beschäftigen wir uns damit mit Interaktionsschnittstellen für blinde Menschen, rollstuhlfahrende Menschen, ältere Menschen und haben Interaktionsschnittstellen dafür gebaut. Das heißt, so ein Rollstuhl-Interface, das ist ein Interface für ältere Menschen. Die können sich damit bewegen im 3D-Raum, ohne eben Probleme, also älteren spezifische Probleme zu bekommen. Das ist ein virtueller Langstock. Damit stoße ich tatsächlich an virtuelle Wände an, habe ein haptisches Feedback und so weiter. Und da in Verbindung mit der Professur für Verkehrswesen am NCT auch wieder eben diese Fahrradschnittstelle. Also wir entwickeln solche Schnittstellen, um Benutzer einzubinden. Und dann haben wir hier so einen 3D-Scan aufgenommen von einem Gebäude hier und haben einen virtuellen Langstock, das ist in dem Fall der Controller. Da kann ein blinder Mensch Gebäude, die halt gescannt wurden, mal schnell mit der HoloLens erkunden, bevor sie überhaupt dort sind. Das heißt, die können gefahrlos Umgebungen erkunden, ohne bereits dort gewesen zu sein. Die haben also ein entsprechendes Vorwissen dann schon. Das ist also eine weitere Schnittstelle und damit komme ich auch schon zum Schluss.
Wenn Sie Interesse haben, wenn Sie besondere Interaktionsschnittstellen für XR brauchen oder irgendwas verknüpfen wollen, physische virtuelle Welt oder physische Gegenstände mit weiteren Sensorik ausstatten wollen und die einbinden in die XR, melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Da ist noch die Kontaktdaten. Da kommen Sie auf unsere Homepage und ansonsten schreiben Sie einfach an meinname@thnürnberg.de. Vielen Dank. Also ich wollte meine 5 Minuten nutzen, um, einen Appell zu starten vielleicht. Ich meine, wenn es wirklich interessiert, wer ich bin und was ich mache, da kann mich googeln. Ich habe LinkedIn und Webseite, alles Mögliche. Ich wollte einfach nur bewusst machen, dass Extended Reality, Virtual Reality sehr, sehr immersiv ist. Also ich meine, wenn man mit diesem Medium umgeht, sollte man sich bewusst sein, dass man quasi die Macht hat über diese Person. Es ist sehr, ich sag mal, manipulativ. Also man kann wirklich sehr schnell die Person sehr, sehr einnehmen mit dem, was man ihm zeigt oder was man mit ihm macht. Ob das jetzt irgendwie über Ohr, Auge oder Körperlichkeit. Es gibt verschiedene Sensoren, die wurden uns heute auch schon vorgestellt. Man kann wirklich fast alles messen am Menschen. Ob das jetzt irgendwie die Hautleitfähigkeit ist, Herzrate oder sogar Gedanken. Ich hab so einen Chip in der Arbeit, der irgendwie mit meinen Gedanken, wo ich dann Sachen steuern kann zum Beispiel. Also es gibt mega viele Sachen, die man an den Körper anbringen kann, um besser zu verstehen, wie dieser Körper funktioniert. Und das ist natürlich ein Segen für Medizin, für, ich weiß nicht, therapeutische Vorhaben. Aber wenn man diese Daten nutzt, beziehungsweise wenn man diese Daten hochlädt ins Internet, gibt man natürlich Unternehmen oder, ich weiß nicht, Facebook, bestes Beispiel. Facebook hat Oculus gekauft. Und ich frage mich da, okay, wenn ich jetzt irgendwie irgendwas programmiere oder irgendwas mache mit der Oculus-Brille, hat Facebook dann automatisch alle Daten? Weiß er dann, wie ich funktioniere? Kann Facebook dann irgendwann mit meinen ganzen Daten, die ich, keine Ahnung, habe auf Facebook, eine virtuelle Sheila machen und mich dann irgendwie für irgendwelche Zwecke benutzen, weil ich meine, nichts ist kostenlos und Facebook, also ich meine, bei Facebook ist der Mensch nicht der Kunde, sondern ist das Produkt, um einfach besser die Menschen zu verkaufen, beziehungsweise ihre Daten zu verkaufen, was ja im Endeffekt dann irgendwo auch das Gleiche ist, wenn wir virtuell auftreten. Und ich wollte einfach mal einen Appell starten und sagen, bitte seid vorsichtig, was ihr überhaupt wo verbindet, verknüpft. Es gibt so viele Dienste im Internet, die kostenlos sind, aber es ist nichts kostenlos. Das könnt ihr mir glauben. Ihr verkauft damit eure Daten. Dann höre ich immer an dieser Stelle, aber ich habe nichts zu verbergen. Aber darum geht es ja auch nicht. Also es geht nicht darum, ob man was zu verbergen hat, sondern was jemand mit diesen Daten anstellt. Und da ist es, glaube ich, nicht wichtig, was eine einzelne Person macht, sondern was dann quasi an gesammelten Daten wo landet. Und zum Beispiel hat Google Fitbit gekauft. Fitbit ist so eine Marke, die hat so Fitness-Tracker und die messen halt auch alles, so alle Werte, weiß ich nicht. Ihr kennt ja diese Fitness-Armbänder, die haben ja wirklich alles Mögliche an Daten. Unsere Handys. Im Endeffekt ist virtuelle Realität einfach nur ein Medium, das noch mehr machen kann und noch mehr irgendwie uns messen kann. Und ich wollte einfach nur, wie gesagt, diese Gelegenheit nutzen, um auch vielleicht die Leute, die jetzt sich zugeschaltet haben und sich vielleicht neu in diesem Thema einlesen oder einfinden oder programmieren oder so. Und würde einfach nur sagen, passt bitte auf. Und es ist keine Schwäche, etwas zu hinterfragen und etwas, was man gemacht hat, irgendwie dann nochmal zu reflektieren und sagen, was macht eigentlich dieses Produkt? Was passiert, wenn ich dieses Produkt jetzt irgendwie online stelle oder wenn ich irgendwie Informationen aus dem Internet ziehe und die dann verknüpfe, was dann dabei rauskommt? Also wirklich, es ist eine Stärke, wenn man sowas nochmal reflektiert und vielleicht auch irgendwie dann kurz auf Pause drückt und das vielleicht mit anderen Leuten bespricht, was die dazu zu sagen haben. Und wie gesagt, also Wissen ist Macht und wir haben eine riesengroße Verantwortung, wenn wir jetzt quasi dieses Medium, das in den Babyschuhen noch steckt, irgendwie so ein bisschen dem Ganzen Form geben. Und
Was ich noch loswerden will, ist, wenn Leute hier sind, die irgendwie Spiele machen wollen, seid bitte ein bisschen kreativer, als irgendwelche Ballerspiele zu machen. Es gibt so viele schöne Möglichkeiten, Spiele zu machen und Storytelling-mäßig das irgendwie besser aufzubauen als Ballerspiele oder irgendwie mit dem Drang, irgendwas zu töten oder so. Genau, ich glaube, ich bin sogar perfekt mit den 5 Minuten jetzt durch. Ja, Timmer Sitzmann ist mein Name, TH Nürnberg, Fakultät Design, gleichzeitig auch Studiengang Design. Wir bieten nur diesen einen Studiengang an und da zuständig unter den Kollegen für das Fach Interaktionsdesign. Und ich bin mit dem Begriff auch nicht wirklich zufrieden, der ist auch inzwischen veraltet, aber ich glaube, Sie wissen, worum es geht. Gestaltung von Websites, von Web-Apps, Mobile-Apps, Tablets, Interfaces und eben auch Extended Reality. Wie könnte es anders sein? Allerdings, und das möchte ich gleich vorwegnehmen, Interaktionsdesign ist eins von den 11 Modulen, die es bei uns gibt. Und Sie sehen schon die Liste hier. Da gibt es auch viele Designdisziplinen, die haben nicht wirklich auf den ersten Blick was mit VR, AR, XR zu tun. Das ist, heißt, wir machen das, also VR ist eins der Medien, mit denen wir zum Schluss arbeiten. Bei uns gibt es auch einige Projekte, die sowohl als VR gestartet wurden, wo man aber gemerkt hat, eigentlich ist es besser, ein ganz anderes Medium zu benutzen, als auch andersrum. Es gibt auch Dinge bei uns, die starten wo ganz anders und werden dann auf einmal zu einer Extended Reality, weil man merkt, das Medium ist eigentlich das Bessere. Aber es ist eben eins unter vielen. Das könnte man jetzt sagen, das ist, was soll es dann überhaupt? Ne? Was macht der Designer dann hier überhaupt, wenn man, also das eigentlich nur so ein Randthema bei uns ist? Aber ich denke, wir können dann eine Menge beitragen und vielleicht jetzt auch nochmal eine neue Perspektive liefern. Bei uns haben so schlaue Leute studiert wie die Sheila, meine Vorrednerin zum Beispiel, das sieht man schon vielleicht ganz gut. Ne? Schnell mal eine andere Perspektive auf die Dinge als die Leute, die von der technischen Seite herkommen. Was können wir jetzt da beitragen? Also was wir auf jeden Fall, ich sage es gleich, was wir nicht können, ist Technik. Einfach, wir sind halt Gestalter. Ne? Wir können natürlich XR machen, wir können mit Unreal umgehen und mit Godot und mit Unity und wir haben auch eine Vive und wir haben auch andere Brillen und wir können die auch bespielen, aber wir sind natürlich lange nicht so gut wie jemand, der jetzt Informatik macht oder der einfach sehr viel stärker in der Technik drin ist oder in der Wirtschaft arbeitet und einfach da sehr viel mehr auch Geld zur Verfügung hat und Experten zur Verfügung hat. Also das ist nicht unsere Stärke, aber wir haben, denke ich, 2 andere sehr große Stärken und die würden wir jetzt gerne an den Tisch bringen, jetzt auch für das Thema XR. Ich denke, wir können 2 Dinge richtig gut und das eine ist Kreativität. Think outside the box, ja, ist vielleicht ein bisschen Klischee, aber ich glaube durchaus, dass Designerinnen und Designer heute immer noch einfach die Rolle einnehmen, so Fragen zu stellen wie, habt ihr das schon mal versucht? Oder wieso macht ihr das nicht so? Und unsere Erfahrung ist schon, dass bei vielen Leuten dann einfach, ach ja, stimmt. Also, dass wir da neue Türen aufsperren und manchmal auch, also das heißt gar nicht unbedingt, dass man noch mehr Ressourcen reinstecken muss, sondern manchmal genau das Gegenteil, dass man manchmal mit einfachen Lösungen, auf die man natürlich erstmal kommen muss, aber mit einfachen Lösungen eigentlich viel mehr erreichen kann. Und dazu braucht es eben diese Perspektive von außen, die wir als Gestalter, glaube ich, haben. Und da hilft es uns natürlich auch sehr, dass es eben VR, AR, XR nicht unser Hauptthema ist, sondern eins unter vielen und wir eben auch genauso mit Fotografie zu tun haben und mit zweidimensionaler Grafik und mit Fotografie, Fotogrammetrie. Wir machen auch Filme. Bei uns wird auch klassisch gezeichnet oder es wird animiert oder eben alles, und das ist das Besondere eigentlich bei uns, oder eben alles zusammen, weil bei uns kann man natürlich sich Sachen aussuchen, was man tun möchte, aber es ist immer ein Mix, es ist immer, man kann jederzeit wechseln, also bei uns wird wirklich gesprungen zwischen diesen Medien und ich glaube, das ist ein großer Vorteil und das macht uns auch fähig dazu, hier mit neuen Medien zu arbeiten, also ich glaube, wir sind ganz gut in der Rolle darin, in XR jetzt auch auf neue Sachen anzuwenden und auf Sachen zu kommen, wo vielleicht bis jetzt noch keiner drauf gekommen ist. Das ist das eine, die Kreativität, ganz klassisch, vielleicht ein bisschen Klischee, aber es ist definitiv so, Kreativität ist unsere eine Stärke. Und die andere Stärke ist Nutzerperspektive. Also ich glaube, wir sind ziemlich gut darin, diese Rolle einzunehmen, den Nutzer zu verstehen. Und das ist nicht diese If-Then-Bedingung auf, das sind sehr komplexe Personen, Individuen, die da vor uns sitzen und für die wir gestalten. Und ich glaube, da sind wir sehr gut drin, eben Anwendungen zu finden und diese neuen Technologien nutzbar zu machen. XR ist eine davon. User Experience Design, also die Erfahrung zu gestalten, zu vermitteln ganz besonders, also sowohl die Technologie als auch Inhalte über die Technologie. Und zu guter Letzt,
das hören wir oft nicht so gern, aber zu guter Letzt kommt es dann auch oft drauf an, damit was attraktiv zu gestalten, sodass die Leute einfach haben wollen. Wir wollen nicht die Oberflächengestalter sein, das wird man jetzt hoffentlich gleich sehen, aber es ist schon auch unsere Stärke, einfach was so zu verpacken, dass es zum Schluss jemand haben möchte. So, jetzt habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, mal schauen, wie weit wir kommen. Spiele, beispielhaft jetzt mal eins mitgebracht, Spiele spielen eine große Rolle in VR, haben sie schon immer. Jetzt nicht mehr so. Hier mal ein Beispiel von 2018, eine Bachelorarbeit von zwei Personen, die eine Retro-Future-Story erzählen in einem Spiel und eben in VR. Und Sie sehen schon, das ist jetzt das Konzept und die Story-Exposé, das, was dann auf der linken Seite steht, sieht man schon ganz gut, wo der Fokus liegt. Nämlich nicht unbedingt jetzt tolle Levels zu gestalten oder super Effekte, sondern sich erstmal zu überlegen, was ist denn eigentlich gutes Storytelling in VR? Was muss es denn da eigentlich haben? Worum geht es denn da? Welche Geschichten erzählen sich denn gut in VR? Wie muss die VR beschaffen sein, dass man da der Geschichte folgen kann? Kommt man zum Beispiel drauf, dass es reichhaltige Szenen sehr wichtig sind, aber wenig Spielraum. Freut mich, hier die Gelegenheit zu erzählen, was uns in unserer Forschung umtreibt. Wir sitzen in Tennenlohe am Fraunhofer-Institut und bei uns geht es um die Frage, wie man fotorealistischen Content in VR-Welten überführen kann. Und der Hintergrund, das ist ganz einfach. Sie erinnern sich bestimmt auch an ganz viele Situationen, wo Sie Fotos nutzen, sei es um wertvolle Erinnerungen festzuhalten, sei es um Gebäude zu dokumentieren, zu kommunizieren oder auch kulturellen Events beizuwohnen. Und so sehr wir uns daran gewöhnt haben und das schätzen, hat man doch das Problem, dass wenn man das, was Ähnliches in virtueller Realität machen will, dass dann die Bilder flach sind. Und damit sozusagen neue Technologien wie virtuelle Realität, erweiterte Realität oder auch Multiview-Displays, Lichtfeld-Displays nicht richtig bedient werden können. Und was wir stattdessen brauchen, sind Inhalte, wo man Parallaxe hat. Also wenn man sich bewegt, das ist jetzt hier durch diesen Monitor simuliert, durch diese Bewegung des Monitors simuliert, dass man dann sieht, wie sich die Objekte gegeneinander verschieben. Und dann hat man den Eindruck, dass man sich in einer echten Umgebung befindet. Und bei uns geht es jetzt um die Frage, wie kann man das hinkriegen, dass man solchen Content für virtuelle Realitäten erzeugt. Und was da heute passiert ist, das wird ganz oft mit 3D-Computergrafik gemacht. Und da kann man tolle Sachen machen, Special Effects, tolle Geschichten erzählen. Das Problem ist allerdings, dass das sehr, sehr aufwendig ist und dass es auch sehr großes Spezialwissen erfordert. Und all die Erfahrungen, die wir uns angeeignet haben in der Vergangenheit, Geschichten zu erzählen, und da ist ja auch der Link zur vorherigen Präsentation, indem man sozusagen Content nachbaut oder fotografiert, nachspielt, das kann man nicht nutzen. Und das wollen wir beseitigen. Und ein Weg, den wir dazu gehen, ist eben so eine Szene mit sehr vielen Kameras aufzunehmen. Sie sehen hier ein Beispiel von einem sogenannten Lichtfeldkamera. Und wir haben dann Plugins entwickelt für Postproduktionssoftware, Nuke und Unreal in diesem Fall hier, um dann eben realen Content, also die beiden Schauspieler, die Sie da sehen, mit dem Kleiderständer, in die VR-Welt integrieren zu können. Und wir gucken uns da verschiedene Szenarien an. Ein Szenario ist eben der gerade geschilderte Videoinhalte, also mit Videokameras. Das Ganze kann man aber auch machen für statische Szenen, um zum Beispiel den Realismus zu erhöhen, um Reflexionen und blickwinkelabhängige Effekte von Objekten, an die wir uns gewohnt haben, sozusagen wiedergeben zu können. Und wenn Sie das Thema interessiert, dann freue ich mich, wenn Sie mich kontaktieren, gerne per E-Mail oder auch nachher noch in der virtuellen Umgebung. Dankeschön.